Ein wunderschönes, gutes und vor allem gesundes neues Jahr. Herzlich willkommen bei der TJRF, der ersten Ausgabe in 2021. Wahrscheinlich wundert ihr euch jetzt, dass sich Gabi ganz schön verändert hat, aber das ist nicht Gabi, sondern das ist für ihre erste Shownummer. Für die bereitet sich unsere Trash-Goddess in Filmkönigin gerade vor. Die Zeit werde ich nutzen, Polly Poltio, die bei der TJRF jetzt seit fast einem Jahr dabei ist, nein, sogar ein bisschen länger, und den lesbischen Blick präsentiert und euch ein bisschen was zu meinem Jahreswechsel erzählen aus einer lesbischen, non-binären und Trans-Perspektive und euch kurz sagen, was euch dann heute noch alles erwartet. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zu Hause auf euren Heimkinosofas dabei seid. Und ich nehme jetzt mal auf dem Stuhl von Gabi Platz und habe mir überlegt, euch kurz mitzuteilen, was passiert denn so gerade im Kino, im queeren Kino, und was passiert denn auch in der Filmwelt. Wir werden euch heute diverse Kurzfilme und Trailer zeigen. Natürlich werden wir euch auch wieder DVD-Tipps geben und den lesbischen Blick des Monats vergeben. Das alles zu einem späteren Zeitpunkt. Ihr erfahrt auch, was das Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest für das neue Jahr vorhat. Und ihr werdet auch darüber informiert werden, was es denn alles in der Filmwelt, bei Streamingdiensten, was sich dort so tut. Womit ich schon mal zu einem Hauptthema komme. Und natürlich, ihr seht es hier, ja, ihr seht es hier an den Büchern und an den DVDs. Wir werden euch jetzt, wo doch die Kinos immer noch geschlossen sind, auch einen Überblick geben, wie wir ansonsten Filmkultur in anderer Form euch präsentieren können, nämlich in Büchern. Und da hat Gabi Tupper sich auch schon einiges überlegt, was wir demnächst auch gemeinsam hier in der TJRF präsentieren werden. Doch ich will euch gar nicht so lange mit meinem Gerede nerven, sondern gebe euch jetzt einen kurzen Einblick schon in einen Film, den ihr noch in dieser Woche in dem Salzgeber-Club sehen könnt, weil der Salzgeber-Club nämlich versucht, queere Filmkultur jetzt online als Stream verfügbar zu machen. Und ich kann euch wirklich nur raten, da kommen nachher noch ein paar mehr Tipps von mir und auch von Gabi dazu, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt und euch das Kino so sehr fehlt, wie es mir und anderen auch fehlt, dann geht doch gar nicht nur zu diesen ganz großen Streamingdiensten, die ihr alle kennt, sondern vielleicht auch mal zu den kleineren, wie unter anderem dem Salzgeber Club. Dort seht ihr jetzt nämlich einen wunderbaren Film über Ulrike Ottinger und den würden wir euch jetzt mal kurz den Trailer zeigen. Thank you.
Am Wasser geboren zu sein, ist eine Gnade. Die teile ich mit Ulrike Ottinger. Wir stammen beide aus Konstanz am Bodensee. Und ab und zu haben sich unsere Lebenswege gekreuzt. Sie liebt den See und das Wasser wie ich. Aber genauso stark zieht es sie in die Ferne. Sie ist in vielen Künsten zu Hause. Malerei, Fotografie und Film. Als Regisseurin erwarb sie sich einen besonderen Ruf. Üppige Fantasie, magische Gestalten, surrealer Stil, exotische Ausstattung, groteske Szenen und ironische Musik prägen ihre Filme. In meiner Schulzeit in den frühen 70er Jahren hieß es in Konstanz, sie dreht einen Film mit Piratinnen und eine chinesische Dschunke wurde gesichtet. Das machte uns neugierig. Ihr habt gesehen, es handelt sich um einen Dokumentarfilm, gemacht von Birgit Kramer über eine der Grand Dames des queeren, des lesbischen Kinos. Für Ulrike Ottinger gab es im letzten Jahr bei der Berlinale eine Retrospektive und diesen Film kann ich euch nur ans Herz legen. Er ist als Klassiker noch diese Woche im Salzgeber Club zu sehen und ich kann euch auch empfehlen, einfach mal auf diesen Seiten zu stöbern. Und damit wir das auch gerecht verteilen, möchte ich euch dann noch einen Film empfehlen. Und ich richte mich jetzt gerade noch so ein bisschen an das eher weiblichere, lesbische, aber auch an das queere und transidentitäre Publikum. Ihr lieben schwulen Männer, die Gabi kommt gleich. Und die wird euch dann Ähnliches als ein kleines Feuerwerk, was wir in diesem Jahr nicht abbrennen durften, sondern das zünden wir einfach hier heute in der TGIF präsentieren mit diversen Filmtipps, auch älteren Sachen, die sie hervorgeholt hat und euch nochmal neu präsentiert, weil sie einfach in diese Zeit passen und mit auch neuen Dingen. Aber jetzt ein Film, den haben wir im letzten Jahr beim Berlin Lesbian Non-Binary Film Fest als Abschlussfilm gezeigt und der ist jetzt auf DVD erschienen und zwar bei Profan. Es geht um eine Ménage à trois, und zwar heißt der Film Good Kisser. Ihr seht jetzt hier, ich hoffe, es ist für euch gut zu erkennen, schon um was geht's eigentlich? Es geht um eine Beziehung von einem Pärchen, das ein bisschen mehr Feuer, wir waren ja gerade beim Feuerwerk, in die eigene Liebesbeziehung bringen möchte und sich dort eine dritte Dame hinzuholt und dann aber die eigene Courage ein bisschen überlegt, wie soll denn das Ganze überhaupt funktionieren. Und das heißt, Kate und Jenna versuchen sich eigentlich selber zu finden und finden dann doch noch ganz neue andere Dinge durch die dritte Person, die dazukommt. Das ist ein Film von Venio R. Carlton in den USA gedreht. Ich habe Venio R. Carlton vor 2 Jahren kennengelernt beim Outfest in L.A. und habe auch die beiden Schauspielerinnen kennenlernen dürfen dort. Und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall mal eine lesbische, aber auch noch viel mehr als das, Komödie, die richtig Spaß macht und uns in der aktuellen Zeit auch in die Richtung bringt, dass sie uns zeigt, es gibt nicht nur Männlein und Weiblein und das eine Begehren, sondern auch ganz viele andere, die wir vielleicht in uns selber entdecken, wenn wir sie uns erstmals überhaupt ermöglichen. Das zu Good Kisser. Ich weiß, dass ihr heute noch eine Grande Dame des deutschen Kinos präsentiert bekommen werdet. Und ihr könnt ja mal schon überlegen, auf wen dieser Frack heißt das nicht Wrack, das sind zwei unterschiedliche Dinge, oh Gott, auf wen dieser Frack mit Zylinder und Fliege hindeutet und wer diese Grande Dame des großen deutschen Kinos sein könnte. Sie wird euch jetzt präsentiert von der wunderbaren Gabi Tupper. Ich freue mich, dass du zu uns kommst. Sicherheitsabstand. So, jetzt. Willkommen, ja. Gabi, in deiner Show. Ich finde es großartig, dass ich sie zu diesem Jahresbeginn eröffnen durfte. Und ich was ziehe meinen nicht, Hut was, davor. Du hast es ganz großartig gemacht. Vielen, vielen Dank, was du nicht weißt. Das, liebes Publikum da draußen, war ein kleiner Test. So fühlt es sich an, wenn Frauen an
Stellen sitzen, wo ansonsten ihr Männer in der Moderation gewohnt seid. War das jetzt so schlimm, liebe alte weiße Männer? War das so furchtbar, dass eine Frau eine schwule Veranstaltung anmoderiert hat? Seht ihr, so einfach könnte Selbstberechtigung gehen, Sandra. Und genau dieses Thema greifen wir nachher ja auch nochmal auf. Genau. Eine gute Performance wünsche ich dir. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns nachher zum lesbischen Blick und wir haben dich denn auch sonst noch auf der Bühne und ja, ich sage nochmal herzlich willkommen zur TJF im Januar. Es ist alles ein bisschen anders und nicht nur, weil Corona ist. Ich fange dieses Jahr bei der TJF an mit etwas Liegengebliebenen aus dem alten Jahr. Ich habe mir vorgenommen, Sachen aufzuarbeiten und wegen Krankheit konnte ich im November die Veranstaltung leider nicht machen. Das übernehme ich jetzt. Das heißt, diese Veranstaltung ist auch quasi die erste in einer wahrscheinlich ewig gefühlten Reihe von Kulturveranstaltungen, die letztes Jahr weltweit nicht stattfinden können, weil die werden ja alle dieses Jahr wiederholt oder nachgeholt. Ich fange damit an mit der Trash Goddess im Film My Trash Goddesses. Unter das Motto habe ich die DVDs heute gestellt und sie ist die deutsche Filmdiva und wenn man ihr filmisches Werk kennt, aber auch wenn man ihre musikalischen Beiträge kennt, weiß man, dass das eine oder andere dabei ist, wo man sagt, Marlene, warum? Das grenzt nicht nur an Trash, das ist größter Trash, den sie teilweise fabriziert hat. Bei einigen Sachen weiß ich, dass sie das sehr bewusst getan hat. Ob der überdimensionierte blonde Afro zu dem Lied Hot Voodoo, was nur aus diesen beiden Wörtern besteht, 3 Minuten lang, wirklich auch bewusst Trash war, weiß ich nicht. Ich amüsiere mich bei der Szene köstlich. Mehr zu Marlene später. Ich fange an mit einem Lied von Marlene, das sie mit Rosemary Clooney zusammengesungen hat. Rosemary Clooney ist die Mutter von George Clooney. Eine bildhübsche Frau, einige Jahre jünger als Marlene. Die hat in diesem Duett damals die Rolle der Tochter gesungen und Marlene die Rolle der Mutter. Ich habe lange Jahre dieses Lied hier auf der Bühne gemacht mit meiner lieben Freundin Vera Titanic zusammen und ich habe die Rolle von Marlene als Mutter gegeben und Vera die Rolle des unwirschen kleinen jungen Mädchens, die Tochter. Da mein Marlene-Outfit gerade auf dieser Schneiderpuppe steht, spielt diese Schneiderpuppe jetzt die Rolle von Marlene und ich die von Rosemary Clooney und frage meine Mutti, wie ist das denn mit der Liebe und muss ich mich von meinem Geliebten so behandeln lassen? Mama, he's pulling at my hair. Mama, he wants to wrestle too. Mama, he threw me in the chair. Mama, mama, tell me what to do. That's nice, don't fight, everything's gonna be alright. That's nice, don't fight, have a piece of fruit. Mama, mama, he's an awful brute. Mama, mama, so help yourself to a piece of fruit. Mama, he's squeezing me to death. Mama, my arms are black and blue. Mama, he's got me out of breath. Mama, mama, tell me what to do. That's nice, don't fight, everything's gonna be alright. That's nice, don't fight, have a piece of fruit. Mama, did Pop do that to you? Mama, he's growling in my ear. Mama, mama, tell me what to do. I know. That's nice, don't fight, everything's gonna be alright. That's nice, don't fight, have a piece of fruit. Have a piece of fruit.
Und wahrscheinlich werden sehr viele Töchter draußen gerade gedacht haben, Gott, sie hätten auch gerne mal so eine Mutter, die einfach nur stehen bleibt und nichts weiter macht. Marlene Dietrich und Rosemary Clooney. That's nice, Donna Fight. Und ja, auch bei diesem Lied kann man ja den Trash-Faktor, finde ich, sehr gut erkennen. Der ganze Abend ist heute von Trash durchzogen. Ich kann endlich mal meine Trash-Göttin des Kinos so richtig schön demonstrativ als Bühnendeko einsetzen. Sie steht, seitdem ich sie vor mehreren Jahren während der Berlinale getroffen habe, steht dieses Bild von ihr signiert auf dieser Bühne bei jeder TGIF und hat mich auch ansonsten zu jeder anderen Filmveranstaltung begleitet. Es ist die großartige, die wunderbare Peaches Christ aus San Francisco, die verschiedenste Filmveranstaltungen macht, die selber Filme gedreht hat, seit vielen, vielen Jahren Drag-Versionen als Bühnenversionen von berühmten Filmen inszeniert und eine unglaublich inspirierende, extrem witzige Person ist, die mich damals beim Kennenlernen spontan zu ihrer Sister in Cinema gemacht hat. Und sie schafft es, noch mehr Perücken zusammenzustecken als ich. So, eine Neuerung, die wir heute haben werden, ist, ihr könnt ganz direkt an dieser Show teilnehmen und teilhaben, obwohl ihr nicht hier im Publikum bei uns sein könnt. Denn sowohl Facebook als auch YouTube haben ja Kommentarfunktionen. Viele kennen das, viele nutzen das auch fleißig, um irgendwelche Daumen-Hoch-Geschichten oder fliegende Herzchen zu posten oder ihr seht immer so toll aus, ich könnte das nie oder derlei Dinge mehr. Schreibt eure Kommentare, wenn euch irgendwas einfällt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr eure eigene Anekdote zu einem bestimmten Film erzählen wollt, knallt die Kommentare voll. Ich habe Falk hier bei mir, der im Sommer schon ein paar Mal den Einlass gemacht hat. Der sitzt hier vor seinem Laptop und harrt bloß darauf, dass ihr interessante Kommentare reinschreibt und die wird er mir dann während der Show an drei Stellen mitteilen. Und wenn Fragen da sind, dann werde ich die Fragen natürlich beantworten. Ganz viele Leute sind immer völlig begeistert von den Herzen. Ich sagte es ja gerade eben schon. Und damit ganz liebe Grüße an Frank Sorge von der Weddinger Lesebühne Die Brauseboys. Ich persönlich fand fliegende Herzchen schon immer doof. Ich finde, das ist so ein bisschen Zuckerguss über klebriger rosa Konfetti, der auf über dem Bildschirm fliegt. Man kriegt die nicht weg und es kommt ständig noch neuer dazu. Diese Herzchen können nichts. Es gibt in Hollywood Kleinsttiere, die besser dressiert sind. Aber so ist es wahrscheinlich. So ein Autor wie Frank Sorge freut sich, wenn sich ein Bild mal bewegt. Wir als Cineasten hingegen sind immer erstaunt und finden es ganz Oscar-reif, dass die Buchstaben, wenn sie getippt sind, in einem Wort so stehen bleiben, wie sie denn stehen bleiben. Ihr dürft tippen und Falk wird mir dann die Buchstaben vorlesen. Natürlich dürft ihr auch Herzchen schicken, aber lieber was tippen. Ich finde getippt ist schöner. Und Frank, solltest du gerade zugucken, du speziell musst überhaupt nichts tippen, du darfst mir nur Herzchen schicken. So, wie kriege ich da jetzt die Überleitung zu meiner ersten DVD? Weil wenn man bei dieser Frau, bei dieser Schauspielerin, um die es geht, sie hatte ein großes Herz und sie hatte leider auch ein sehr krankes Herz, weshalb sie viel zu früh verstorben ist und sehr überraschend. Aber ansonsten ist, glaube ich, nichts auch in ihren Filmrollen, die sie gespielt hat, was man wirklich mit Herz sofort assoziieren würde. Man denkt eher an Gestank, an sehr große Haare, an Auftragsmörder, an
Waffen, die in Geburtstagsgeschenken verschickt werden. Oder man denkt auch an eine tiefe röhrende Männerstimme, die zum Ende der Disco-Ära nochmal weltweit für Aufsehen gesorgt hat, wo niemand gedacht hätte, dass diese Person das schafft. Sie war laut, sie war dick, sie war schrill und weigerte sich auch standhaft einem Schönheitsideal zu gefallen. Und genau damit hat sie es in das Herz von John Waters geschafft, der sie kennenlernte und ihr dann Filme schrieb, wo sie die Hauptrollen drin spielte. Und keiner hatte daran geglaubt, dass das was wird, dass das funktioniert. Viele haben John Waters davon abgeraten, das Wagnis einzugehen. Er könne ja gerne Trash machen, aber das Wagnis eingehen, eine Drag Queen und dann noch so eine von dem Aussehen und so schrill, das würde ihm nie in Hollywood weiterhelfen. Das würde ihm endgültig den Weg nach Hollywood versperren. Sie haben Unrecht gehabt, denn sie war einfach göttlich. Natürlich spreche ich von Divine. Vor mehreren Jahren lief der Film I Am Divine, ein Dokumentarfilm auf der Berlinale, und ist dann von Profan in Frankfurt vom lesbischen oder queeren Filmverleih Profan Media ins Programm genommen worden. Die haben ihn auch heute immer noch auf DVD. Der Film ist ein klassischer Dokumentarfilm mit allem, was dazugehört, alte Archivaufnahmen und Familienmitglieder und Freunde, die was erzählen. Aber die Intensität und auch die Ruhe, die der Filmemacher sich genommen hat, sich mit den Menschen zu unterhalten und Archivmaterial durchzugucken, Bilder und Filmschnipsel zutage zu fördern, die vorher noch nie gezeigt worden sind und die auch Divine nochmal als einen anderen Menschen oder vielleicht sogar erstmals wirklich als kompletten Menschen zeigen, eben nicht nur als den dicken, schwulen Mann, der immer gehänselt worden ist, und nicht nur als die schrille, dicke Drag Queen mit viel zu viel Make-up im Gesicht, sondern als sehr sensiblen Mann, als ein Mann, der wahnsinnig intelligent war, und vor allen Dingen als einen brillanten Schauspieler, der jede Rolle so ausgefüllt hat, wie es die Rolle erwartete und nicht so, wie er hineinpasste. Ich habe zwei kurze Sachen dazu mitgebracht. Natürlich einmal den Trailer, und den schauen wir uns jetzt erst einmal an. Wer den Film noch nicht gesehen hat, der sollte ihn sich dringend angucken. Wer in Berlin wohnt und noch Empfehlungen zu dem Film braucht, solle sich einfach mal ans Schwule Museum wenden. Da sitzt der wahrscheinlich größte Divine-Fan weltweit. Und wenn der euch nicht erzählen kann, warum ihr den Film persönlich sehen sollt, aber vielleicht reicht auch der Trailer aus. I Am Divine. People like to laugh at sex, people like to laugh at dirty things, and people love to be shocked, I think. You make my nips get hard. So that's my job, to get out there and shock them. Divine, it was dangerous. Part outlaw, part serial killer. You, my dear, are dead. Divine was a cinematic terrorist. She was simultaneously sexy and monstrous. Is she gonna screw me or eat me? She was a midnight movie star. You could only see her after midnight, but it was worth staying up. The pediatrician told me that Glennie was more feminine, was masculine. He got beat up every day at school. I was very uptight about my weight and about the way I looked. When Divine finally did go out, he met gay people, and then he went out with a vengeance. Divine was breaking the rules of drag and defying them by wearing stuff that a fat person would never wear. John Waters started to make films for our own enjoyment and to keep us out of trouble. And that's how Divine got born. Immediately, everybody noticed it. Divine ate a dog turd, and I don't think anybody in the history of cinema is ever going to top that feat.
John and Divine became phenomenon. If they had any kind of name, he wanted to meet him. And guess what? He did. Well, here I am. I got to be. He had great success. He did techno music before anybody. He was very depressed because he was trying to parlay this Divine character into an acting career as a man. Before, it was just always this fat transvestite with a big candy floss wig. They couldn't see beyond the paint and the exterior. He really wanted to be known as a character actor. It was really important to him. He was such a gregarious pink piece of flesh. He just figured he'd go on forever. No one else can ever call themselves Divine. That's her legacy. And I remember the great headline in the London paper. The headline said, "Ugh, you think Boy George was bad." Do not forget, I am Divine. Do not forget, she was the only Divine. Divine, die in wirklich allen Filmen immer in Drag auftrat, die zu Talkshows in Drag kommen musste, weil alle Divine haben wollten, und die in einem der letzten großen Filme, die sie mit John Waters gemacht hat, in Hairspray, ja, die Mutter spielt, die sich in den 50ern nach Hause zurückgezogen hat und eigentlich die Hoffnung auf Glück und Zufriedenheit aufgegeben hat, bis ihre Tochter sie dann rausholt in die 60er, wo alles anders und alles möglich ist. In diesem Film darf sie am Ende als Mann auftreten, als Besitzer des Vergnügungsparks Tilted Acres. Und dieser kurze Auftritt in all seiner Widerlichkeit und in seiner Menschenverachtung dieser Rolle ist so ein Highlight für mich in diesem Film, weil es da ganz deutlich zeigt, Divine war mehr als die große Perücke, das viele Make-up und das schrille Auftreten. Und ich bin sehr froh, dass es diesen Film gibt, und vielleicht eröffnet er euch auch nochmal neue Sichtweisen auf Divine, oder ihr lernt Divine vielleicht darüber erst kennen. Wenn ihr dann weitere Filme sehen wollt, empfehle ich euch, fangt nicht mit Hairspray an, sondern arbeitet euch chronologisch vom Anfang an durch. Und da ist unter anderem einer der ersten Filme war Pink Flamingos, wo die gerade eben schon angesprochene Szene passiert, die ich euch rausgesucht habe. Es ist die legendäre Szene, die Divine den Spitznamen, den ja nicht so schönen Spitznamen gab, The Filthiest Person in the World. Come well done. Can't help it, girl, can't help it. She made grandpa feel like 21. Can't help it, girl, can't help it. The girl can't help it, she was born to please. Can't help it, girl, can't help it. And if I go to hell on bending knees. Can't help it, girl, can't help it. Oh, won't you kindly be aware that I can't help it. I can't help it. Because I'm hoping, obviously, that someday the answer would be the girl can't have it, she's in love with me. Can't help it, girl. Ah!
Ja, The Filthiest Person in the World. Ich habe mich von dem Titel irreleiten lassen und mir diesen Ausschnitt nicht komplett angeschaut. Vielleicht ist es für euch jetzt einfach ganz schön, dass ihr nicht sehen musstet in Großaufnahme, wie Divine sich, nachdem ein Hund auf dem Gehweg geschissen hat, hinunterbeugt und die Hundescheiße sich in den Mund stopft. Und später in einem Interview sagen kann, haben wir nicht alle schon mal Scheiße gefressen auf der eine oder andere Art? Schaut euch Pink Flamingos an. Nein, Female Trouble. Female Trouble. Schaut euch alle Divine-Filme an, denn sie sind alle großartig, sind alle göttlich und sind alle trashig. Und Divine war eine der ganz, ganz großen, lange, lange für die Jungen unter euch, lange, lange bevor es Drag Race im Fernsehen gab, die hat ihre Karriere so gemacht. Geht auch. Dann steht hier Moderation. Da sind wir. Kommen wir von den Göttinnen zu einer Göttin. Wer jetzt nicht queer ist oder sich nicht als queer begreift, und rein zufällig, weil er nichts Interessantes bei Netflix gefunden hat und auch Amazon Prime schon durchgeschaut hatte und dann mal bei YouTube geschaut und jetzt hier zuguckt, herzlichen Glückwunsch. Das färbt nicht ab, was ich hier mache. Ihr könnt gefahrlos weiter zuhören. Definitionen von Männlichkeit und Weiblichkeit nutze ich ja gerne mal relativ frei und dementsprechend habe ich unter dem Titel My Trash Goddesses auch einen Film mit reingenommen, der einen Mann porträtiert. Ein Mann, der in Deutschland viel zu wenig Beachtung gefunden hat und nach seinem AIDS-Tod dann in Deutschland völlig vergessen wurde, in den USA, zumindest im glamourösen Las Vegas, ist da durchaus noch ein Thema und man erinnert sich an ihn, allerdings erinnert man sich an ihn nicht aufgrund seines dramatischen AIDS-Todes, sondern als den schnellsten Pianisten weltweit, wenn nicht jemals, der es geschafft hat, das Klavierspiel aus der etwas trockenen, biederen Konzerthalle in das schillernde Las Vegas zu holen. Er hat sich vor allen Dingen nicht nur an ein schillerndes Klavier gesetzt, sondern er hat einen großen, mehrarmigen Kerzenleuchter draufgestellt, einen Kandelaber. Und so heißt der Film im Original auch Behind the Candelabra. Ihm wurde vorgeworfen, dass dieser Kandelaber auf dem Piano, auf seinem Flügel ja alles überstrahlen würde und man würde überhaupt nicht dahinter sehen können und etwas von ihm erfahren können. Darum ging es ihm auch nicht und umso schöner ist es aber, dass es diesen Film gibt, hochkarätig besetzt mit Michael Douglas und mit Matt Damon als Michael Douglas Hausangestellten und eigentlich Liebhaber. Eine Beziehung, die erfolgreich vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden konnte. Natürlich wusste gesamt Las Vegas davon, aber frei nach dem Motto What happens in Vegas stays in Vegas wurde natürlich auch nicht über die Beziehung der beiden geredet, sondern nur über den fabulösen, schnell spielenden Pianisten Liberace und seine Konzerte. Der deutsche Titel ist genauso treffend, auch wenn er mit dem Original nichts zu tun hat. Zu viel des Guten ist wundervoll. Und zu viel des Guten hat sich Liberace selber immer wieder gegönnt, sei es in Kleidung, an Essen, an ausgiebigen Badeorgien oder seine Konzerte oder seine Ausstattung. Und es ist einer der wenigen Filme, wenn nicht fast der einzige Film, wo ich fast schon froh bin, dass nicht ein Schwuler eine schwule Rolle gespielt hat, wo ich ansonsten immer sehr für eintrete. Transfrauen oder Transmänner müssen nicht von Cis-Menschen gespielt werden. Es gibt Trans-Schauspieler und es gibt irrsinnig
gute Trans-Schauspieler und genauso gibt es gute lesbische und schwule Schauspieler, die eben lesbische und schwule Rollen spielen können und nicht dann sofort in Plattitüden oder in Klischees abgleiten, die Heteros dann plötzlich nicht mehr verstehen würden. Michael Douglas hat es geschafft, diese sich selber völlig überzeichnende Figur Liberace so großartig mit ganz, ganz großer Geste und trotzdem sehr fein und unglaublich berührend darzustellen, dass ich nicht erst am Ende des Films sehr geheult habe. Der Trailer zeigt bloß einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt und es wird nicht annähernd der Überfluss und der Prunk und der Glitzer, mit dem Liberace sich umgeben hat, deutlich. Wir nehmen trotzdem den Trailer als kleinen Einstieg und dann schaut ihr euch den Film. Es gibt ihn auch als Video on Demand oder zu kaufen, zum Beispiel im Eisenherz Buchladen in der Motzstraße. Denn hier in Berlin dürfen ja Buchläden aufhaben, weil sie, wie Klaus Lederer, unser Kultursenator, sagte, Tankstellen der Seele sind. Und in vielen Buchhandlungen gibt es eben auch DVDs. Schaut euch dort nach den DVDs um, kauft euch eine DVD und macht mal wieder einen schönen DVD-Abend. Zum Beispiel mit Zu viel des Guten ist wundervoll. Ladies and Gentlemen, der Star des Abends, Liberace. Wow. Danke. Ich danke Ihnen vielmals. Das ist mein Freund Scott Thorson. Das war umwerfend. Ich liebe es, Leuten Spaß zu bereiten. Endlich allein. Ich habe eine großartige Idee. Wieso arbeitest du nicht für mich? Als was? Ich brauche einen Vertrauten. Jemand, mit dem ich reden kann. Magst du den Mann überhaupt? Ja, ich mag ihn. Da ist ja schon jemand wach. Ich sag dazu Palastkitsch. Das ist mein Hausboy Carlucci. Er hat dir die Hosen an. Ich möchte alles für dich sein, Scott. Ich will dir Vater, Bruder, Liebhaber sein. Jack, ich möchte mit Ihnen noch besprechen, wie wir Scott operieren. Ich möchte gern, dass Scott so aussieht. Oh, verstehe. Wir sehen uns gleich wieder. Ist das Leben, das du willst? Du bist süß. Du bist sehr süß. Das mag ich. Bitte sei nicht traurig. Ich hasse es, wenn du so ein Gesicht hast. Ich habe ja auch eine Menge dafür bezahlt. Nicht schlecht für so eine alte Schachtel. Oh, Daddy! Entschuldigt vielmals meine legere Garderobe. Hätte ich meine Augen wieder schließen können? Nicht vollständig. Nee. Was für eine Geschichte. Da fehlt ja bloß noch ein Brand im Kinderheim. Liberace, zu viel des Guten ist wundervoll. Ja, er war eine manchmal sehr böse alte Tunte. Das konnte er aber auch, so wie die Gesellschaft in Amerika schwul im Allgemeinen behandelt hat. Und er hat ihnen alles tausendfach zurückgegeben und dieser Film begleitet die beiden über viele, viele Jahre, hält dabei Amerika nicht nur im Umgang mit seinen Stars auf der einen Seite und dann dem Privatleben, wo eben nicht drüber geredet werden darf. Die HIV-Infektion, die AIDS-Erkrankung von Liberace wurde nicht öffentlich gemacht, weil man befürchtete, dass dann das Hotel oder die Halle, in der er gespielt hat, von Fans angezündet wird, dass die Konzertveranstalter Regressforderungen bekommen, weil sie dem Publikum eine Gefahr ausgesetzt haben, von der sie hätten wissen müssen. Also ein
HIV-Positiver auf einer Konzertbühne und das Publikum 10 Meter davor oder so. Amerikaner sind da ja manchmal etwas sonderbar. Und genau solche Sachen, der Film war in Amerika wahnsinnig erfolgreich. 2 ganze Generationen von Leuten, die Liberace kennengelernt haben und seine Musik und seine Auftritte, sind in die Kinos gegangen und haben so ganz nebenbei einfach nochmal einen abgewatscht bekommen dafür, dass sie die Konzerte wahnsinnig gerne besucht haben, aber nicht dahinter geschaut haben, dass dahinter eben auch ein Mensch saß. Und die Geschichte mit der Schönheits-OP, schaut euch einfach den Film an. Auch das ist sowas von großartig inszeniert. Da muss man Hollywood manchmal dankbar sein, dass sie viel, viel Geld haben, was sie denn auch mal in die Hand nehmen, um bei so einem Film nicht nur das strassbesetzte Piano auf der Bühne glänzen zu lassen, sondern wo wirklich bis ins kleinste Detail alles stimmt. Es macht wirklich auch Spaß, die Ausstattung zu gucken. Und die beiden in den Hauptrollen sind einfach absolut hinreißend und auch glaubhaft in der Zuneigung und in der Ehrlichkeit und Offenheit zueinander. Liberace, zu viel des Guten ist wunderbar, denn auch man kann Liberace einfach keinen Bühnengott oder Klaviergott nennen. Nicht mit diesen Pelz- und Pailletten besetzten Mänteln, die er anhatte. Ich weigere mich, Liberace ist für mich auch eine Trash-Göttin. So, jetzt, ich bin so ein bisschen immer noch durch den Wind, weil für mich war es doch anders, nicht den ersten Satz auf dieser Bühne zu sprechen. Aber so langsam, ich komme noch rein und im Zweifelsfalle kommt Sandra auch gleich wieder auf die Bühne und kann dann übernehmen, falls ich den Komplettausfall habe. Es geht weiterhin um Film, aber nicht um eine DVD, die ich euch kurz ans Herz legen möchte. Menschen, die nicht in deutschsprachigem Europa geboren sind, mögen sich jetzt fragen, was soll denn das? Menschen, die in der DDR geboren sind, mögen sich ebenso fragen, was soll denn das? Denen kann ich sagen, was in der DDR die 3 Haselnüsse für Aschenbrödel sind und mittlerweile auch in ganz Deutschland, das war für 2 bis 3 ganze Generationen an jungen Mädchen der Traum von Sissi und Franzl am kaiserlichen Hofe in Wien. Inszeniert in den 50er Jahren in 3 Filmen, die von historischer Unkorrektheit und kitschig klebriger Zuckergusssüße nur so trieften. Aber selbst meine Mutter hatte damals für Sissi vor 65 Jahren eine Kinopremierenkarte. Und es fällt ihr schwer, heute dazu zu stehen. Ich habe ihr geraten, vielleicht doch eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Sissi, das war die Filmtrilogie, die Romy Schneider ein für alle Mal auf das Image der liebevollen Mutter und kindlichen Kaiserin festgelegt hat und die es für Romy Schneider wahnsinnig schwierig machte, anschließend dann Filmrollen zu bekommen, die sie gerne spielen wollte. Die bekamen sie in Frankreich. Zum 65. Jubiläum gibt es von der Berliner Morgenpost eine Collector's Edition. Ich bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen, was jetzt die Collector's Edition ist, weil ich habe im Shop der Berliner Morgenpost nichts anderes gefunden oder sie haben die Seite für Collectors so gut versteckt, dass ich nicht weiß, ob es da schon andere Ausgaben von gibt. Die zu Sissi ist auf jeden Fall unglaublich toll aufgemacht. Sie ist wirklich auch etwas für Cineasten. Sie ist etwas für Romy Schneider-Fans oder für Menschen, die mal was von Romy gehört haben oder gesehen haben und sie jetzt wieder entdecken möchten. Es kommen immer mal wieder Filme von ihr auf Arte. Und sie zu entdecken mit diesem Heft ist ganz großartig. Die Berliner Zeitung hat nicht dran gespart, die Original-Autogramm-Postkarten in Hochglanz nachzudrucken und in das Heft reinzuheften. Ebenso natürlich gibt es Artikel über die Ausstattung, die Kostüme,
die für den Film wirklich legendär waren, aber auch über die Restaurierung des Films mit Vergleichswerten und auch ein bisschen Hintergründe, zum Beispiel Tagebuchauszüge von dem Tagebuch, was Romy Schneider damals beim ersten Film, glaube ich, gerade sei mal 16 Jahre alt, während der Dreharbeiten angefangen hat zu drehen. Und auch die sehr schwierige Beziehung zwischen Romy Schneider und ihrer Mutter Magda Schneider, die in dem Film auch mitspielt, ist natürlich in diesem Magazin eine Rolle, spielt natürlich da auch eine Rolle. Es ist jetzt immer noch im Zeitschriftenhandel zu haben und wenn ich so ausgiebig darüber rede, vielleicht hört jemand von der Morgenpost zu, wenn die Morgenpost andere Ausgaben zu anderen großen Filmen gemacht hat, die es jetzt nicht mehr im freien Verkauf gibt. Für die Werbung, die ich jetzt mache, hätte ich da gerne jeweils ein Exemplar von. Ihr könnt es an die AHA in der Monumentenstraße 13 in Schöneberg schicken, zu Händen Gabi Tupper. Das kommt dann bei mir an. Apropos schicken, bevor ich gleich nochmal mit Romy Schneider weitermache, schicken könnt ihr uns auch was, nämlich die gerade eben schon erwähnten Kommentare bei Facebook oder bei YouTube. Wenn ihr keine Kommentare schickt, dann rede ich einfach selber irgendwelche Sachen, die mir einfallen. Das ist im Zweifelsfalle für euch weniger interessant, als wenn ich eure Kommentare beantworte. Aber ihr könnt auch, wenn ihr keine Kommentare schicken wollt, könnt ihr uns auch Geld schicken. Das geht ganz einfach über PayPal. Der Spendenlink dazu steht in der Veranstaltungsbeschreibung bei Facebook und bei YouTube. Und wir als AHA und vor allen Dingen auch ich als Künstlerin, der man wie überall ja auch die Bühne vor der Nase dicht gemacht hat quasi, freue mich über kleine Spenden, damit ich mir dieses Jahr mal wieder ein Kostümoberteil leisten kann, was nicht ganz so eng sitzt. Es kann nicht sein, dass ich während der 16 Tage bei meinen Eltern über Weihnachten Silvester so sehr zugenommen habe. Das glaube ich nicht. Ja, der Spendenlink in der Facebook-Veranstaltungsbeschreibung und der YouTube-Veranstaltungsbeschreibung. Einfach bei PayPal. Und das Sissi-Magazin eben auch für Romy Schneider-Fans wirklich interessant. Und ein Romy Schneider-Fan ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, meine Tuntentochter Romy Leider, die lange Jahre hier in der AHA auch auf der Bühne gestanden hat, die sich den Namen gewählt hat, weil sie großer Romy Schneider-Fan ist. Und nachdem sie vor einigen Jahren eine Ausbildung angefangen hat als Erzieher, diese Ausbildung auch erfolgreich beendet hat, mittlerweile ihre erste Dienststelle hatte, jetzt ein Dienststellenwechsel ansteht. Zwischendurch hat sie noch in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften die Gruppe Queere Erzieher in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften gegründet als Erweiterung, Ergänzung der schwulen Lehrer in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften und hat so ganz nebenbei mal einen deutschlandweiten Romy Schneider Fanclub gegründet, der heißt Romy, jetzt muss ich mal wirklich nachlesen, wenn ich schon Werbung dafür mache, sollte das richtig sein. So, ja. Super. Das ausgerechnet steht jetzt auf dem anderen Zettel drauf. Ich bin heute wirklich durch den Wind. Ich bin noch nicht so ganz im neuen Jahr angekommen. Es tut mir wahnsinnig leid. Der Kurztitel ist Romy verbindet, Romy, weil Erinnerungen verbinden. Ein Verein, der gegründet wurde am 25.01. Kurz gefasst geht es uns darum, die Erinnerung an Romy wachzuhalten, ihr Image, welches sie in Deutschland hatte, gerade zu rücken, weil es ja doch etwas sehr Sissi-behaftetes war. Und wir wollen ihr schauspielerisches Werk erforschen und dokumentieren. Und wir sind auch gerade dabei, unser erstes Vereinsmagazin zu veröffentlichen. Es bleibt also nicht nur bei gemeinsamen Archivbesuchen oder so, sondern das, was sie erforschen und zutage fördern, soll dann auch veröffentlicht werden. Unter anderem ist dabei ein Interview, welches
Romy leider, also meine Stundentochter, im September 2020 mit Ingrid Suré geführt hat. Ingrid Suré war die Kostümbildnerin, die bei Spaziergängerin von Sanssouci 1981-82 und Schornstein Nummer 4 von 1966 die Ausstattung für Romy oder für die Filme gemacht hat und natürlich auch Romy eingekleidet hat und sehr nah an Romy, auch an Romy Schneider dran war. Erfahrung, die nun sehr wenige Leute so mitbekommen. Ich bin unglaublich stolz auf meine Tuntentochter und ich freue mich wahnsinnig, dass ich da so nah dran bin und werde sicherlich das eine oder andere Mal auch dann bei der TGIF davon erzählen. Romy hatte auch schon angeregt, ob wir nicht mal den Film Mädchen in Uniform die zeigen können. Und da ist die Frage, Mädchen in Uniform ist ja der Film, der in der Originalverfilmung den ersten lesbischen Kinokuss Deutschlands hatte. Wie lesbisch oder ob Romy Schneider lesbisch war, ist nicht so ganz klar. Vielleicht weiß die Frau, die den lesbischen Blick durch Zeiten und über alle Ländergrenzen hinweg angeblich haben soll, Bescheid. Sandra Polipolcho vom Berlin Lesbian Non-Binary Film Fest mit Der lesbische Blick. Let pussy manifest. Let pussy manifest. Let's just let pussy manifest. Ich begrüße euch. Jetzt zum zweiten, jetzt zwar mit den gleichen Klamotten und der gleichen Mütze, aber jetzt als Polly für den lesbischen Blick. Danke für die Anmoderation, Gabi. Und du hast es schon richtig wiedergegeben, der Verein heißt einfach Romy verbindet e.V. Der lesbische Blick. Wir haben vorhin schon euch ein bisschen darüber informiert, was ihr aktuell in Online-Streamings erhalten könnt, sehen könnt. Und zwar von Streaming-Angeboten, die hier in Deutschland entstehen, die nicht die großen Plattformen betreffen, sondern die der deutschen Filmkultur, der queeren Filmkultur und denen, die damit verbunden sind, zugutekommen. Weil ich weiß gar nicht, was mein letzter Kinofilm war, wie lange das her ist, dass ich ihn gesehen habe. Die Kinos sind zu, nicht nur hier in Berlin, sondern überall. Der Shutdown führt dazu, dass wir aufs Heimkino zurückgeworfen sind, aber das Tolle daran ist ja auch, dass wir so Filmklassiker und KlassikerInnen, wie wir sie euch hier vorstellen, dann miteinander genießen können. Aber was mir fehlt, ganz persönlich und auch dem Team vom BLN, ist das gemeinsame Sprechen über Filme, das Austauschen und auch das gemeinsame Erlebnis im Kino, der Austausch darüber, die unterschiedlichen Perspektiven. Und all das könnt ihr bei den großen Streaming-Anbietern nicht finden. Das könnt ihr dann auch bei den Angeboten, die ich euch jetzt vorstelle, nicht finden. Aber vielleicht geht das schon mal in diese Richtung. Ich kann Gabis Frage leider nicht beantworten, aber ich denke auch, eigentlich ist es doch völlig egal, ob lesbisch, bi, was auch immer. Das Wichtige ist doch, dass ich mich selber in meiner Identität, in meiner sexuellen Orientierung gut fühle. Was stelle ich euch jetzt noch vor? Ich möchte euch nämlich darauf hinweisen, dass wir natürlich versuchen werden, sobald die Kinos wieder offen sind, auch Programm draußen in der großen Welt außerhalb der AHA mit euch gemeinsam, mit der TGIF, mit dem BLN zu präsentieren, zu zeigen. Bis dahin müssen wir noch ein bisschen Zeit überbrücken und die gute Nachricht ist, dass neue queere Kinofilme gerade aktuell von euch zu Hause vom Sofa sich angeschaut werden können. Und ihr tut auch noch was Gutes für euer Kino, nämlich der Filmverleih Salzgeber teilt sich die Einnahmen des Streaming-Programms seiner ganz aktuellen brandneuen Kinofilme mit den jeweiligen Kinos der Querfilmnacht. Denn die Querfilmnacht geht ab Januar online. Bedeutet, ich zeige euch jetzt gleich den ersten Film als Trailer, ein Filmklassiker, der eigentlich sehr gut in die, Rubrik Mädchen in Uniform passt, auch wenn die Uniform hier ein bisschen anders daherkommt, nämlich in der Uniform des Zimmermädchens. Und das ist der wunderbare Film Sister, My Sister, der 1994 erschienen ist,
wahnsinnig toll britischen Humor auf der einen Seite hat, auf der anderen Seite durch seine Schnitttechnik und auch durch die Besetzung überzeugend ist. Und der wurde von Salzgeber restauriert und gehört jetzt zu den ersten beiden Filmen der Querfilmnacht im Januar. Und ich sage einfach mal, Film ab für den Trailer. Very good. 150 francs a month. Sundays free until 4. Sisters. We have pearls on our hands. Two pearls. Madame is so precise and so careful. She doesn't let us get away with a thing. Why should she? It's her house. But these two are different. You mark my words. They're bound for life, bound in blood. And they've always kept to themselves. Every Sunday up in that room. Christine, it's beautiful. It's you who are beautiful. Now I see. They're getting careless. She sees things. This is impossible. Things that aren't even there. Her and her daughter. It's amazing. They don't even look like maids anymore. Going to church every Sunday thinking you were a child of God? Oh, madame, stop, please. God forgive me for what I have harbored here. Sleep, my little sister, sleep. Sleep through darkness, sleep so deep. All the rivers find the sea. My little sister, sleep for me. Ein Film, der ans Herz, an die Emotionen geht, der ein bisschen verstörend auch wirkt, wunderbar montiert ist von Nancy Meckler und auch wunderbar besetzt. Den könnt ihr jetzt noch den ganzen Januar über sehen in der Querfilmnacht von Salzgeber und ihr tut damit etwas Gutes für euer queeres Kino. Eine wunderbare Idee vom Filmverleih Salzgeber, finde ich, weil sie die Einnahmen wirklich solidarisch mit den Kinos, die gerade keine Einnahmen erzielen können, teilen. Ganz kurz für die schwule Community, der schwule Film aktuell im Januar ist Moffi. Moffi, ein Schimpfwort aus dem Südafrikanischen. Und es geht dort um die Situation beim Militär in Südafrika. Und der Film, der lief schon mal ganz kurz in Berlin beim Queerfilmfestival von Salzgeber. Im September des letzten Jahres, in diesem Zeitfenster, wo die Kinos offen sein konnten. Und ihr könnt ihn jetzt sehen, indem ihr ein Ticket für die Querfilmnacht bucht. Es gibt aktuell auch ein ganz spannendes Serienprojekt, was, glaube ich, in der nächsten Woche über die ZDF-Mediathek reinkommt. Jetzt habe ich auch ähnlich wie Gabi heute ein bisschen das Problem, dass mir der Titel entfallen ist. Emma Thompson spielt in der Hauptrolle. Ich glaube, er heißt All Years oder Years by Years. Und da geht es quasi um eine queere Familiengeschichte ab nächster Woche in der ZDF-Mediathek. Und das ist eines von, leider muss ich so sagen, wenigen queeren Projekten, die unser zweites deutsches Fernsehen derzeit mit veröffentlicht. Und damit komme ich zum unserer Rubrik, die mich ja hier mit in die TGIF gebracht hat, nämlich zum lesbischen Blick des Monats. Der lesbische Blick des Monats ist ja eine Kategorie, mit der wir immer wieder besondere Sichtbarkeiten auszeichnen wollen. Das heißt Aktionen, KünstlerInnen, Auftritte oder auch Filme. Manchmal sind es aber auch große gesellschaftliche Themen, die ich hier mit dem lesbischen Blick euch nahebringen will. Und in diesem Monat ist es so, dass wir das Jahr
so anfangen, dass wir einfach mal, und ich mich dazu entschlossen habe, auf einen sehr, sehr starken Missstand hinzuweisen und den lesbischen Blick dafür nutze, darauf hinzuweisen, dass das ZDF, das zweite deutsche Fernsehen, leider, leider die Chance verpasst hat, sich für mehr weibliche, damit auch lesbische, queere, non-binäre Sichtbarkeiten aktiv einzusetzen. Denn es gab die Möglichkeit, auf einen offenen Brief von einer Initiative, die da heißt, wir waren immer da, ein Hashtag, und der Hashtag nicht mein Tatort von Biene Piwalik, jetzt, ich wusste genau, dass ich Bienes Namen falsch ausspreche, den Nachnamen, und ich wollte es verhindern. Biene, bitte verzeih es mir. Von Biene Pilavcik und Pari El-Kalkili. Beides Filmemacherinnen, die in Deutschland aufgewachsen sind, die ihre ersten Langfilme, sowohl einmal in dem Dokumentarfilmbereich und dann anderem in dem Film der Reportagen und der Spielfilme auch, umgesetzt haben und die zu den Filmschaffenden und zu den Autorinnen gehören, die keinerlei Verträge bekommen. Sie haben einen offenen Brief geschrieben, unter anderem an Arte und an das ZDF, und es haben über 800 sehr bekannte Filmschaffende aller Geschlechter, Verbände, diese Briefe mit unterschrieben und Initiativen. Arte ist daraufhin in ein Gespräch mit den beiden Autorinnen gegangen, die zusammen mit Pro Quote Film und weiteren sich dafür eingesetzt haben, dass doch bitte Arte etwas daran verändert, nämlich Sichtbarkeiten. Ich sag mal, mehr als die Hälfte der Bevölkerung, die in Deutschland lebt, wenn ich darauf blicke, dass es um weibliche, auch um trans und um non-binäre Menschen geht, dann sind das mehr als Männer, wenn wir uns das einfach mal von der Gesamtbevölkerung anschauen. Und Arte ist daraufhin eingegangen und hat gesagt, okay, wir können keine 50-50-Quote garantieren, aber wir gehen mit euch ins Gespräch und wir werden mit euch auch zukünftig zusammenarbeiten, um zu versuchen, dass wir in der Filmauswahl, in dem Besetzen hinter der Kamera, in der Stoffauswahl, in der Stoffentwicklung versuchen, Frauen, Weiblichkeiten, non-binäre und Transpersonen zu unterstützen. Was hat denn jetzt das ZDF gemacht? Das ZDF hat einen Brief, diesen Brief beantwortet mit leider sehr vielen, wie nenne ich das, unbeschreiblichen Worthülsen und ist noch nicht mal auf ein Gespräch eingegangen. Dementsprechend wird es eine weitere Hashtag-Aktion gegenüber dem ZDF und der Programmplanung geben. Und ich muss es jetzt so sagen, der lesbische Blick des Monats Januar 2021 geht als sehr, sehr böser Blick an die Programmdirektion und die Intendanz des ZDF in Person von Dr. Thomas Bellut und seinem Team. Und ich hoffe sehr, dass sich in 2021 dies verändern wird, dass nämlich wir mehr Sichtbarkeiten im Fernsehen, in den Mediatheken, in den Gewerken von Frauen, trans- und non-binären Personen erhalten. Und ich hoffe auch sehr, dass sich das dann auch auf die Kinofilme, die wir dann hoffentlich wieder gemeinsam sehen können und die wir dann auch hier vorstellen können, auswirken wird. Und ich danke Biene und Pari sehr für ihre Initiative und bin mit den beiden sehr eng in Kontakt und versuche gerade auch non-binäre und Trans-Sichtbarkeiten in deren Forderungen mit einzubringen. Bedeutet also für euch, wir können im Februar dann schauen, ob wir mal einen positiven lesbischen Blick vergeben können, aber das Jahr, so schräg es anfängt, fängt auch beim lesbischen Blick mit einem bösen Blick an. Bedeutet für mich, ich habe euch jetzt zum Jahresanfang ein großes Thema mit aufgemacht, nämlich Geschlechtergerechtigkeit vor der Kamera, hinter der Kamera, im Film und kann dem nur hinzufügen, wake up, ZDF, wacht auf, wir haben das Jahr 2021. In diesem Sinne hoffe ich auch da auf Besserung und habe dann nachher im zweiten Teil noch mit der wunderbaren Gabi zusammen die Möglichkeit, auf das BLN-Jahr zurückzublicken. Und bleibe jetzt hier, glaube ich, einfach sitzen. Genau, du bleibst einfach sitzen. Vielen, vielen Dank, Sandra Polly Polcho vom BLN. Das BLN ist das Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest. Darüber werden wir im zweiten Teil gleich nach der Pause reden. Da freue ich mich sehr drauf. Ich möchte deine Forderung nach mehr Sichtbarkeit von Weiblichkeiten erweitern auf
Ich fände es auch ganz großartig, wenn in den Vorstandsrängen und den vorsitzenden Etagen das... ich weiß, dass das dann hieße, dass der Vorsitzende eventuell abdanken muss und durch eine Frau ersetzt wird. Das ist denn so. In den bitteren Apfel müssen Frauen seit Jahrhunderten beißen. Also ich kann dem nur hinzufügen, wir haben ja genau diese Situation, ich habe sie jetzt nicht in mein Statement mit eingebracht, aber die Situation, dass wir vor 2 oder vor 3 Tagen, dass es endlich die Bundesregierung geschafft hat, das Gesetz zu verabschieden, dass es wenigstens eine 30%-Quote in Vorständen geben muss. Sobald es 3 Vorstandspositionen gibt, muss es eine Frau sein. Verdammt nochmal, wieso schafft das ZDF nicht? Und möchte dem noch hinzufügen, wer die neue Siegessäule noch nicht hat, greift sie euch, bestellt sie, die Siegessäule ist ein wichtiges Medium für uns alle, glaube ich, und wir können uns glücklich schätzen, so eine Zeitschrift, so ein Magazin zu haben. Es ist ein Interview mit der neuen Chefin der BVG drin, die offen lesbisch ist und lebt, und ich habe sie interviewen können bei dem Kongress von Proud at Work vor 2 Jahren und habe mit ihr ein Interview geführt. Da war sie noch zuständig für die Mainzer Verkehrsbetriebe. Und hat bei den Mainzer Verkehrsbetrieben eine Regenbogentram nicht nur zum CSD, sondern insgesamt durch die Stadt fahren lassen, um Vielfalt sichtbar zu machen. Und ich freue mich sehr, dass sie jetzt in Berlin ist und diesen ganzen BVG-Haufen hoffentlich in der Form aufmischt. Wir hatten ja vorher auch eine Frau in der Führung mit Nicole, ich habe es heute mit den Namen, ich spreche sie nicht aus. Nikuta. Also, ja, Nikuta, genau. Und dementsprechend glaube ich, wir sind da schon auf einem Weg, aber ich möchte gerne als lesbische Frau und genauso sage ich auch als Trans oder auch why not drag, ja, in diesen Vorstandsgremien durchaus als Vielfalt haben, und ich bin's leid. Und so geht's ganz, ganz vielen. Und falls ihr jetzt die Hände über dem Kopf schlagt und denkt, hoffentlich stellt sie gleich noch wieder eine DVD vor. Ja, wir stellen gleich noch wieder DVDs vor. Wir haben noch sehr schöne und vor allen Dingen sehr trashige DVDs. Von mir bloß noch der eine Satz, bevor ich euch dann wirklich in eine kurze Pause entlasse. Ich bin schon gefragt worden, wo denn die Männlichkeit, die schwule Männlichkeit bei dieser Veranstaltung bleibt, wenn eine Tunte und eine Lesbe auf der Bühne sitzen und reden. Das kann sich das jeder selber beantworten. Von Schwulen gefragt. Mehr sage ich nicht dazu. Lasst das einfach mal sacken. Spült es mit irgendwas aus eurer Hausbar runter. Zur Not tut es doch irgendwie einen Schluck Hustensaft. Irgendwas werdet ihr finden. Vielleicht kocht ihr euch einfach Kräutertee oder so. Ich habe gehört, in der Pause habt ihr die Möglichkeit, den schon mehrfach angepriesenen Weg Spenden an uns zu schicken. Wahrzunehmen, wenn ihr aber schon euer Portemonnaie leer gespendet habt, dann nutzt doch einfach die Pause, um kurz auf Toilette zu gehen und euch zu überlegen, was ihr auf unsere Kommentarwand postet. Und dann werden wir nachher nochmal die Kommentare durchgehen. Erstmal brauche ich eine kleine Zigarettenpause und muss auch mal was trinken und danach auf Toilette. Und wir sehen uns in 10 Minuten wieder. Und ich hoffe, dass ich bis dahin alles geschafft habe, zumindest besser geschafft habe als zum Beginn dieser Show. Bis gleich. Bis gleich.
I'd like to thank the Academy. My family always believed in me. My husband Michael, I love you. And the whole team of the movie, my producer, my director, my Was ich bin, ist ungewöhnlich. Komm, schau mich nur an, akzeptier dann mich ganz persönlich. It's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, hey, world, I am what I am. I am what I am. A damn till you can say sometimes the A's, sometimes the juices. It's one life and there's no return and no deposit. One lie, so it's time to open up your closet. Life's no worth a damn till you can shout out. Ich bin. Eat this. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen wirklich zu mir sagen, ja, musst du das denn so öffentlich zeigen? Und damit meinen sie, dass ich im Fummeln unterwegs bin. Ja, das muss ich öffentlich zeigen. Drag funktioniert nicht zu Hause vorm Spiegel. Das funktioniert nur, wenn's Publikum hat. Und ich bin sehr froh und glücklich, dass ihr noch mein Publikum oder unser Publikum vielmehr seid bei der TGIF Trash Goddess in Film Shorts im Januar 2021. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist eine nachgeholte Veranstaltung aus dem letzten Jahr, die letztes Jahr wegen einer Erkältung meinerseits nicht stattfinden könnte. Es gibt also einen kleinen Vorgeschmack darauf, was in diesem und nächstem Jahr noch alles kommt, wenn dann alle Kulturveranstaltungen, die wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten, nachgeholt werden. Fußballspiele müssen ja nicht nachgeholt werden, die konnten ja stattfinden. Finde ich auch ganz gut so. Ich meine, das braucht man noch nicht wirklich noch mehr. Oh, jetzt rede ich mich gerade um Kopf und Kragen. Bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, holen wir doch jemanden auf die Bühne, die im Zweifelsfalle mir ins Wort fallen kann oder dem Techniker einfach das Zeichen gibt, dass er mein Mikrofon abstellen soll. Sie ist jeden Monat bei uns, denn sie hat den lesbischen Blick. Sie ist außerdem
eine der Kuratorinnen des Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest, was im Dezember hätte stattfinden sollen und verschoben worden ist auf direkt nach Ende des Lockdowns. Was da geplant ist und was für Filme anstehen und was das Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest sonst noch an Ideen hat und was sie eigentlich macht, wenn sie mal nicht sich mit Filmen beschäftigt, das ganz ehrlich, obwohl ich sie gut kenne, weiß ich nämlich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwas gibt. Das werde ich sie gleich mal fragen. Hier ist für euch gerade eben, war sie schon einmal da, Sandra Polly Polcho. Nein, es liegt da. Das, was ihr gerade eben gehört habt, das ist ein Ersatzapplaus. Wir dachten, wir machen das ein bisschen anders. Wir spielen keinen Applaus vom Band ein, sondern wir lassen einfach einen Hund bellen. Sandra, ich muss dir jetzt wirklich die Frage stellen, weil wir unterhalten uns regelmäßig. Wir machen nicht nur diese Veranstaltung zusammen. Wir haben letztes Jahr auf der Berlinale einen wunderbaren Empfang gemacht. Wird auch dieses Jahr, soll es eine Berlinale geben, auch so richtig mit Filmen und so. Das kommt im Sommer, soweit ist schon bekannt. Wir hoffen natürlich und das finde ich aber ganz angenehm, weil wir haben jetzt Zeit, wir können mal nicht darüber quatschen, was bei der Berlinale im Februar alles so wichtig ist und zu beachten ist, sondern wir können über so wahnsinnig interessante Sachen quatschen. Was machst du, wenn du dich nicht mit irgendwie Film auseinandersetzt? Dann versuche ich wieder im Leben Fuß zu fassen und da helfen mir Filme natürlich bei. Also doch, ich habe es schon gedacht, es ist nur Film, es sei denn, du schläfst. Und wahrscheinlich träumst du dann noch irgendwie. Nein, was ich sagen muss, was es zurzeit sehr viel ist, und auch da finde ich Anregungen total super aus unserem BLN-Team, ist Kochen. Und ich habe nur eine ganz kleine Einzimmerwohnung, aber sich auszutauschen und gemeinsam darüber zu reden, was wir uns denn jeweils in dieser Zeit des Lockdowns und dessen, dass unsere Lieblingsrestaurants geschlossen sind und ich es irgendwann leid bin, mir immer wieder was zum Mitnehmen zu holen und es natürlich auch ziemlich ins Geld geht, ich anfange zu kochen und zwar so auch Rinderbraten und sowas mit Fleisch von der Bio-Company dann mal zu Weihnachten, aber auch Sachen so, ohne damit Fleisch. Damit haben wir die drei Veganer, die bis jetzt zugeschaut haben, leider als Publikum verloren. Sorry. Tut mir leid. Wir machen viel zu viele Witze für euch. Das ist eh nicht gut für euch. Und auch das hat ja aber schon dazu geführt, dass wir schon wieder neue Gedanken und Ideen entwickelt haben, die ihr dann hier bei der TGIF auch irgendwann präsentiert bekommt. Also hat der Lockdown nicht nur was Schlechtes, so ein bisschen für mich jetzt, aber also ich liebe zum Beispiel diese Ruhe in der Stadt, aber ich finde es doch anstrengend. Ich finde es auch total anstrengend, aber ich merke auch immer wieder, wie sehr mich der Lockdown auch im Positiven herausfordert. Die TGIF jetzt in dieser Form weiterzumachen, natürlich tut es mir wahnsinnig weh, keinen langen Kinofilm zeigen zu können und einem Publikum wieder zugänglich zu machen, einen Kinofilm, den es lange nicht mehr oder teilweise noch nie auf einer großen Leinwand gab, die mir aber alle sehr am Herzen liegen. Natürlich tut es mir weh, dass ich Talkgäste, die ich einladen wollte, mit denen ich spannende Themen hatte, Talkgäste, die durchaus auch einen Namen in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft haben, aber private oder queere Themen, die sie mit sich rumtragen, die sie beschäftigen, auch teilweise sehr unterhaltsam. Dazu werden sie nie gefragt, weil sie nicht als Aktivisten der queeren Szene etabliert sind oder das auch nicht wollen, sondern einfach in ihrem Leben queer sind. Die kommen auch alle wieder. Wir werden auch wieder Gäste hier haben. Und wenn ich dafür für 30 Leute im Publikum das Olympiastadion mieten muss, das bringt mich dazu, wir haben einen Spendenlink bei PayPal. Wenn ihr trotz Corona im Sommer mit mehreren Freunden die TGIF besuchen wollt, mal wieder als Gast, dann spendet doch fleißig, dann kommt vielleicht ausreichend Geld zusammen, dass wir einen größeren Raum mieten können, wo ihr dann mit allen euren Freunden kommen könnt. Vielleicht kaufe ich mir aber dafür auch einfach ein besser sitzendes Kostümoberteil als das, was ich im ersten Teil anhatte. Aber ganz kurz dazu, also ich meine, bevor ich jetzt in deinen Modeblog eingreife,
ganz kurz noch zu dem, was du gesagt hast, Olympiastadion oder ähnliches. Also ich glaube, wir werden echt viel Freiluftkino, Sommerkino, neue Formen des Kinos draußen, neue Formen dessen, wie wir als Community uns auch draußen treffen, finden können und zudem auch mit den Gesprächen. Also wir sitzen ja hier auf der Bühne von der AHA in genügend Abstand und auch das ist ein Gedanke, den wir vom BLN haben, vielleicht auch hier Film-Wohnzimmergespräche zu führen und die dann aufzuzeichnen, um sie dann nach dem Lockdown parat zu haben oder auch schon in der Zeit parat zu haben. Und diese Gedanken werden wir demnächst vertiefen, durchaus auch zusammen mit dir, auch mit dem Sputnik, der York-Gruppe und anderen, um nämlich genau das, was du jetzt beschrieben hast, dieses, was steckt denn immer noch in den Menschen, in den Geschichten, in den Narrativen dahinter. Weil das ist was, was ich sagen muss, das ist durch den Lockdown und durch das, dass man sich in Videokonferenzen oder so trifft, befördert worden. Eine andere Form des sich miteinander in Austausch kommen, weil ich auf einer Konferenz oder auf einer Sitzung dann vielleicht doch nur mit der in den Austausch gerate, die gerade neben mir sitzt und nicht mit den anderen. Und deswegen ist das auch ein Format, ich habe jetzt keine Ahnung, wer uns zuschaut oder wer das irgendwann den Link sich anschaut, wenn wir ihn denn dann auf YouTube oder auch auf unserer Vimeo-Plattform zeigen. Aber das ist nochmal eine andere Form des Austauschs, der stattgefunden hat dadurch. Und auch ich habe durchaus Ideen für die TGIF im Sommer. Letztes Jahr hat ja schon unser Sonntagscafé hier in der AHA die Sommermonate für nicht volles Haus, aber volle Terrasse gesorgt. Und da hoffe ich und freue mich auch schon dieses Jahr wieder drauf. Und natürlich ist auch an einem Freitagabend die Terrasse potenziell ein Ort. Viel mehr will ich noch nicht verraten, da spielt dann die kulinarische Idee mit rein. Die Mode, die ich gerade angeschnitten habe, lassen wir außen vor. Die wird zwar nächsten Monat ein Thema, doch dazu später mehr. Ich versuche jetzt irgendwie die vielen losen Fäden, die wir jetzt hingeworfen haben, zusammenzufügen. Also ich hätte eine Idee. Genau, ich hätte Bogen zu schlagen. Ich würde nämlich vorschlagen, da wir gerade eben schon so ein bisschen BLN angerissen haben, ihr habt einen Trailer gedreht, dass wir uns den einmal anschauen, bevor ich dann nochmal eine DVD meiner Trash-Göttin vorstelle. Zwei Köpfe, ein Gedanke, unabgesprochen. Genau das war meine Idee. Und zwar haben wir den hier gedreht, in der AHA, mit der wunderbaren Unterstützung der ganz wunderbaren Katharine, die sowohl die Produktionsleitung übernommen hat, als auch den Schnitt zu verantworten. Und schaut es euch an, wir sind sozusagen Mask on, Film ab mit unserem Imagefilm und die AHA spielt dabei eine große Rolle. Wir sind das Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest. Wir zeigen euch lesbische, non-binäre, trans- und inter-Sichtbarkeiten und Perspektiven im Film, im Kino, in Berlin. Wir machen dieses Filmfest, damit sich Menschen begegnen können, sich austauschen können und die Chance haben, Fragen zu stellen zu FilmemacherInnen. Wir schaffen einen Raum, um sich zu vernetzen und einfach zusammen eine tolle Festivalzeit zu verbringen. Ich liebe Geschichten, ich liebe Filme und ich habe wie alle das Bedürfnis, meine Lebenswirklichkeit und meine Identität in Geschichten gespiegelt zu sehen. Und zwar setze ich mich dafür ein, dass Lesben aller Altersstufen sichtbar sind. Ich finde es wichtig, dass die Filmlandschaft, auch die Queere, aufgefüllt wird mit Inhalten, die noch immer relativ unsichtbar sind, und zwar mit lesbischen, inter- und trans-Inhalten. Lesben haben unterschiedliche Hautfarben. Lesben sind divers. Und Lesben haben eine Geschichte. Es ist wichtig, weil es Intersektionalität verbindet,
vor und hinter der Kamera, Repräsentation, Sichtbarkeit, den Aufbau unserer Community und die Bestärkung eben dessen. Deshalb bin ich im Team des BLN. Und weil ich so gerne ins Kino gehe und mir all das hier in Berlin in der Regenhauptstadt gefehlt hat, haben wir zusammen das Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest gegründet. Der neue Imagefilm vom Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest, und man könnte mir jetzt vorwerfen, ich würde meine Kontakte zum Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest gnadenlos ausnutzen, weil ich mich so nicht mehr selber mit lesbischen Themen im Film befassen möchte, weil ich lade mir dafür Sandra ein und ich muss keinen schwulen Fotograf mehr finden und selbst den Kellner kann ich mir sparen, weil Till vom Lesbian Binary Filmfest heute hier ist und uns fotografiert und so zauberhaft ist, mir eine Cola zu bringen, lieber Till. Ich dachte, ich brauche irgendeinen Vorwand, dich auf die Bühne zu holen. Es hat geklappt. Vielen Dank. Ein Teil, ihr habt gerade eben im Trailer das gesamte Team gesehen und so vielfältig das Team ist, so ist auch euer Programm. Wir reden gleich noch weiter über das Programm. Ich nehme erstmal einen Schluck Cola und mach das mal. Versuche dann zu erklären, warum für mich die große deutsche Filmdiva, Berlinerin, Antifaschistin, Chansonsängerin, die Frau, die den Hosenanzug für Frauen tragbar und in der Öffentlichkeit möglich gemacht hat, die Frau, die eine offene Ehe geführt hat und nachweislich nicht nur mit ihren männlichen Schauspielerkollegen, sondern auch mit den weiblichen Schauspielerkolleginnen Affären hatte. Warum gerade so ein Mensch, der doch so rundum Vorbild ist, warum ich den als Trash-Göttin bezeichnen würde? Ich habe ganz am Anfang schon gesagt, dass es viele Momente gibt, wo ich denke, Marlene, warum? An ganz vielen Punkten kann man einfach sagen, sie war einfach ein sehr, sehr vielschichtiger Mensch. Sie war eben auch Preußin und Berlinerin. Und so sehr sie den Glamour als Markenzeichen von Marlene Dietrich verkauft hat, so bodenständig war sie dann auch. Aber sie hat eben auch zum Beispiel Lieder gesungen, wo man denkt, das hätte sie besser nicht tun sollen. Und wahrscheinlich haben sie auch Leute gesagt und sie hat dann gesagt, leg noch ein bisschen mehr Rhythmus drauf, es hört sich noch nicht schlimm genug an. Es gibt davon viele, viele Beispiele. Es gibt auch Filme, die sie besser nicht hätte machen sollen. Aber gerade das macht sie für mich so sympathisch. Sie hat sich selber kreiert, so wie eigentlich alle, die ich als Trash-Göttinnen bezeichne. Sie sind nicht zu Göttinnen gemacht worden, sondern sie haben sich selber zu dem gemacht mit einer teilweise gnadenlosen Überzeichnung, die dem Ganzen denn anhaftet. Und gerade das liebe ich so an ihr. Und damit ist Marlene Dietrich für mich eine der ganz, ganz großen Trash-Göttinnen. Und ihr erster großer Film, Der blaue Engel, den sie unter der Regie von Sternberg zusammen mit Emil Jannings gemacht hat. Emil Jannings war damals einer der großen männlichen Darsteller im Berliner Ufa-Filmbetrieb. Und die literarische Vorlage war das Buch Professor Unrat. Wie der Buchtitel schon sagt, ist eigentlich der Mann die Hauptfigur, der Mann, der von einer femme fatale eingewickelt wird, sich verliebt und sämtliche Lebensentwürfe vergisst und
sein gesamtes sonst so strukturiertes und geordnetes Leben in völliges Chaos versinkt und sich darüber beinahe selbst vergisst. All das kann eine Frau, wenn sie dem Mann Böses will, auslösen. Relativ schnell war klar, dass das kein Emil Jannings Film sein wird. Und nach der Premiere hier in Berlin, bei dem Emil Jannings Applaus bekam und Marlene Dietrich Standing Ovations und sie von der Security aus dem Saal geleitet werden musste, weil sie ansonsten ihre Überfahrt nach Amerika nicht bekommen hätte. Nachts wurden noch neue Filmplakate gedruckt, auf denen dann der Name von Marlene Dietrich größer als der von Emil Jannings war. Und allein sowas hat schon einen, wenn man es genau betrachtet, kleinen Trash-Faktor, dass sie ohne rot zu werden und ohne sich irgendwie zu schämen, mit links mal einfach die Männer ausgestochen hat und eine Karriere auf diesem Film aufgebaut hat, die beispiellos ist, auch heute noch. Und auf der anderen Seite sind die Lieder, nicht nur, weil es Lieder aus einer Zeit sind, wo unsere Gehörgewohnheiten sich geändert haben, aber sie hat selber mal gesagt, sie ist die kleine Berliner Jöre mit den fisseligen rotblonden Haaren und ohne Stimme. Und sie kann echt nicht singen. Die Lieder hören sich wirklich schlimm an. Und dass sie eine Nachtclubsängerin spielt, die über die Lieder die Männer verführt. Kinder, heute Abend, da suche ich mir was aus. Einen Mann, einen richtigen Mann. Vera Titanic würde sagen, rumstata, rumstata. Und genauso hört es sich an. Nichtsdestotrotz eine ganz, ganz große literarische Vorlage. Großartige Schauspieler. Einer der ersten Filme, der zweisprachig, nämlich einmal komplett auf Englisch und einmal komplett auf Deutsch gedreht worden ist, sodass nach der deutschen Premiere in Berlin dann kurz danach die Premiere, die englischsprachige Premiere in Hollywood sein konnte. Ein Film, wo die englischen Lieder dann eben auch von Marlene Dietrich gesungen wurden und das hört sich nicht besser an, nicht mit ihrem Englisch. Und im Endeffekt war das ihre letzte Chance eigentlich, auf dem Filmmarkt noch unterzukommen, weil sie vorher ja Rollen gespielt hat, die ganz und gar nicht dem entsprachen, davon leben zu können. Und sie war auch sowas wie eine Notbesetzung zuerst, bis man dann genau sich von ihrem Charisma, von ihrem Charme, von ihrer Art und Weise, die du gerade so treffend beschrieben hast, hat verzaubern lassen. Und gerade Jennings war ein großer Dietrich-Gegner. Ein super Podcast dazu in der ARD-Audiothek Berlin-Babylon, angeknüpft an den Titel der uns bekannten Filmstaffel, aber doch anders. Und dort wird es sehr gut dargestellt, wie denn diese Dreharbeiten und die Besetzung von Marlene Dietrich stattgefunden haben. Und das ist so zum Beispiel auch eine Sache, die ich jetzt im Lockdown, du hast es mich vorhin gefragt, ja gemacht habe. Einmal auch, mein Büchertisch ist inzwischen auch ein bisschen voller als der von dir, auch euch noch ein paar Bücher kurz vorzustellen und Podcasts zu hören. Und diese beiden Sachen nehme ich jetzt aus dem Lockdown auch für mich mit in die Zeit, wenn ich mich nicht mit Film befasse, vielleicht dann doch beim Podcast oder beim Buch dann ein bisschen am Rande. Aber erstmal machen wir noch Film, denn natürlich habe ich den Trailer mitgebracht von der neu digitalisierten, überarbeiteten Fassung des Blauen Engel auf DVD und im Anschluss noch einen kleinen Filmausschnitt, den es auch im Filmmuseum am Potsdamer Platz zu sehen gibt, nämlich vom Vorsprechen bzw. Vorsingen von Marlene Dietrich für diese Rolle. Aber erstmal den Trailer Marlene Dietrich in Der Blaue Engel. Einer der international erfolgreichsten Filme in der Geschichte des Kinos. Der Blaue Engel. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst das ist. In der literarischen Verfilmung von Heinrich Manns Professor Unrat verdreht Marlene Dietrich als femme fatale, dem gefürchteten Professor Rath, gespielt von Emil Jannings, den Kopf und sein Leben.
diesem herausragenden Film gelang Marlene Dietrich der Durchbruch zur Weltkarriere. Was ist denn dir in die Krone gefallen? Du willst dich auf Fred? Ich kann halt Liebe. Du wirst auf Fred. Und sonst gar nicht. Die überarbeitete Fassung des Blauen Engels bietet völlig neu restauriertes Bild- und Tonmaterial in nie dagewesener DVD-Qualität. Die Doppel-DVD umfasst außerdem umfangreiches Bonusmaterial rund um Marlene Dietrich, wie zum Beispiel Probeaufnahmen. You're the cream of my coffee. You're the salt in my skin. Bühnenauftritte. In love again. Interviews. Oh, how could it hurt me? Und eine bemerkenswerte Fotogalerie. Wie Mottern um das Licht. Und wenn sie verbrennen. Filmenthusiasten werden von der kompletten englischen Filmversion, die zeitgleich für den amerikanischen Markt produziert wurde, begeistert sein. Englisch sprechen. And don't lie to me. Where did you get these postcards? Marlene Dietrichs Der Blaue Engel setzt neue Maßstäbe für die Erhaltung großer Filmwerke im DVD-Zeitalter. Damit bildet dieser Film den Auftakt zur einzigartigen Klassiker-Edition aus dem Hause Ufa. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nicht. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Die Tochter von Marlene Dietrich, Maria Riva, hat irgendwann mal gesagt, Marlene had a lot of talents. Mothering a child was not one of them. Ein Kind großzuziehen gehörte nicht dazu. Das, die schwierige Geschichte zwischen Marlene Dietrich und Maria Riva ist ja vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Ansonsten empfehle ich da das Buch Meine Mutter Marlene. Von Maria Riva geschrieben. Ich empfehle euch ein ganz anderes Marlene Dietrich Buch. Ich komme schon wieder durcheinander. Das ist, ich habe mir zu viel vorgenommen heute. Gerade eben wurde schon ein Filmausschnitt ganz kurz angespielt, nämlich die Probeaufnahme, das Vorsingen von Marlene Dietrich im Ufa-Probenstudio. Den Ausschnitt gibt es noch etwas länger im Filmmuseum am Potsdamer Platz oder bei YouTube zu finden. Und ich habe ihn euch heute mal mitgebracht. Marlene hat die Rolle relativ sicher, aber noch nicht ganz in der Tasche. Sie war eher eine Notbesetzung. Und achtet mal drauf, wie sie mit dem Pianisten umgeht als angehende Hauptrolle. Ich hätte mir das so nicht getraut. Aber es gehörte zu ihr und wahrscheinlich hat sie es nur so deshalb so weit geschafft. Film 701, Sternberg, Frau Dietrich, 195, Aufnahme 3. So langsam jetzt. You're the cream of my coffee, you're the salt in my stew, you will always be my necessity, I'm lost without you. You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew, you will always be my necessity. Soll Musik sein, ja? Mama. You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew, you will always be my necessity, I'm lost without you. You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew, you will always be my necessity, I'm lost without you. You're the cream in my coffee.
fällt dir eigentlich ein? Soll es Klavierspielen sein? So dem Dreck soll ich singen? Du hast einen Waschdruck, aber nicht hier, verstehst du? Dussel. Nochmal. You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew. You will always be my necessity, I'm lost without you. You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew. You will always be my necessity, I'm lost without you. Ooh, ah, ooh, ah. You will always be my necessity, I'm lost without you. Geht doch so nicht, verstehst das nicht? Die ist auch ein Genie verloren gegangen. Dir wollte ich wieder den Quatsch singen, nicht? Den kannst du. Jetzt aber falsch spielen, verstehst du? Dann gibt's einen Tritt. Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt sich heimlich bloß, na endlich bin ich wieder mein Verhältnis los. Wer will denn weinen, wenn man auseinander man sagt auf Wiedersehen und denkt sich heimlich bloß, na endlich bin ich wieder mein Verhältnis los. Na, endlich bin ich wieder ein Verhältnis los. Das hat Marlene sicherlich sehr, sehr oft gedacht im Leben, weil dann war sie wieder frei für ein neues. Viel mehr Geschichten kann ich euch zu Marlene natürlich erzählen. Und wenn ihr da mal Interesse dran habt im Sommer, wenn wir hoffentlich uns wieder in kleineren Gruppen auf jeden Fall draußen treffen können, dann lade ich euch herzlich ein zu meiner Stadtführung Ein Koffer, ein Leben, eine Diva auf den Spuren von Marlene Dietrich durch Schöneberg. In dem Koffer ist dann unter anderem dieses Buch mit dabei, Marlene Dietrich, Ich will wat feinet. Mit dem Satz, ich will wat feinet, hat sie aus ihrer Pariser Wohnung den Chefkoch im Maison d'Allemagne, im deutschen Restaurant in Paris, angerufen zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn sie Appetit auf gute deutsche Küche hatte. Und eben jener Koch, Georg Avet, hat dann seine Erinnerungen in diesem Buch, sein Zusammensein mit Marlene, sein Kennenlernen, seine Gespräche, die sie geführt haben, aber eben auch die ganzen vielen Rezepte, die Marlene von ihrer Mutter hatte, die Marlene auf Reisen eingesammelt hat oder die sie ihm diktiert hatte und die er dann für sie nachkochen musste, zusammengesammelt. Das Buch ist leider vergriffen, aber im modernen Antiquariat zu erhalten. Und Kino und Essen haben immer schon irgendwie sehr viel miteinander zu tun gehabt, nicht erst seit dem Film Das große Fressen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, dass auch wir demnächst bei der TJF das ein kleines bisschen verbinden werden. Wir werden einen integrativen Faktor generieren. Ne? So. Ich bin jetzt mal gespannt, ob jetzt wir schon so viel über das Essen geredet haben, dass Betty Büchse in die Kommentare bei Facebook reingeschrieben hat. Ich bin raus hier, ich hole mir erstmal Pommes und eine Orangina. Also ich würde jetzt auch den Griff zum Kühlschrank wagen, wenn ich zu Hause auf dem Sofa wäre. Allerdings ist auch die Frage, ob Betty nach ihrer Silvesterparty schon wieder ausgenüchtert ist. Das schafft Betty auch ganz alleine. Falk, sagen die Kommentare irgendwas? Du hast auf jeden Fall einen Kommentar, als es vorhin um den Serientitel in der Mediathek ging, der ist uns zugepostet worden. So gepostet, nicht gepostet. Gott. So ist es. Und zwar kam hier der Hinweis, Years and Years ist der richtige Titel. Also herzlichen Dank dafür an die entsprechende integere Quelle. Und ansonsten gibt es also viel Lob für Kostüm und Technik. Also liebe Gabi, dein Outfit kommt an.
Gut, das können die gar nicht beurteilen hinterm Fernseher oder vor ihrem Monitor. Die können viel besser beurteilen, dass es eine gute Technik ist. Katharine an der Stream-Regie und Mike an der Technik. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Dieses Lob geht an euch. Oh Gott, von denen fliegen jetzt Herzen hier durch den Raum. Gut, dass ihr die hier nicht sehen könnt. Die kleben. Ansonsten gibt es noch Grüße aus dem fernen Ausland, aus Bayern. Oh ja, südlich wir sind tolerant. Südlich des Weißwurst-Äquators. Ich bin tolerant, ich nehme auch Grüße von Bayern an. Aber es ist ein Ur-Berliner. Es ist ein Ur-Berliner, sagt er. Dann grüße ich auch zurück. Mhm. Und wenn du da gefangen gehalten wirst, gib irgendwie, schick Herzchen. Das sieht ungefährlich aus, aber wir wissen da Bescheid. Wenn du mir jetzt Herzchen schickst, dann weiß ich, wir schaffen das, dich da rauszuholen. Herzchen und Jubel, Daumen hoch sind auch unterwegs, aber das ist so im Wesentlichen momentan fast das von den Kommentarspalten. Also unsere Groupies und Fans sind also bei uns und die Show läuft. Dann kann ich bloß sagen, wir werden auch die nächsten Monate euch immer mal wieder zitieren und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch wenn ihr Filmvorschläge habt, wenn ihr irgendwann mal einen Film gesehen habt und nicht mehr wisst, wie der heißt, in manchen Fällen konnte ich da schon weiterhelfen. Vor Corona hatten wir hier schon 3-4 Mal Filme, die uns von Gästen oder von AHA-Mitarbeitern nahegelegt worden sind und die einfach perfekt in unser Programm passten, die aus irgendwelchen Gründen, auch ich kriege nicht jeden Film mit, der hier reinpasst, der mir irgendwie nicht untergekommen ist. Also wenn ihr da irgendwas habt, auch sowas, immer gerne. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, aber ihr dürft auch einfach dann in die Veranstaltung, in die Kommentare posten, was das Zeug hält. Und wir freuen uns auf Kommentare. Und genau, und wir freuen uns auch auf Hinweise für tolle Kurzfilme, weil das ist ja so ein Genre, was wir hier ja sehr pflegen, was du ja sehr in den Vordergrund stellst, was großartig ist und was ein Genre ist, das künstlerisch total schwierig ist umzusetzen, weil in der Kürze liegt die Würze, um die Brücke zum Essen zu schaffen. Und es lässt sich dann auch gut verdauen, auch wenn es mal schwere Kost ist. Und Kurzfilme sind gerade jetzt auch durch Streaming und Kurzfilmfestivals ein bisschen wieder mehr in die Sichtbarkeit gekommen. Und auch dort gibt es aber wiederum diese Inbalance zwischen den Themen, die bearbeitet werden. Dort gibt es inzwischen sehr viele Filme, die sich mit Fluchtgeschichten, Narrativen und Multi- und Interkulturalitäten befassen, aber immer noch wenig mit Intersektionalität und auch wenig mit queeren Dingen. Aber wenn ihr was habt, was euch aufgefallen ist, sei es bei irgendeinem Streaming, sei es bei irgendeinem Kurzfilmfestival und ihr sagt, das könnte hier sehr gut herpassen, schickt's uns. Damit sind wir eigentlich bei der die Frage wollte ich nämlich gerade sowieso schon stellen. Das Berlin Lesbian Non-Binary Film Fest hat eigentlich ist alles irgendwie möglich an Filmen, wenn man eine entsprechende Erzählperspektive hat. Alles außer weiß und schwul. Ihr hattet auch alleine als Thema. Ihr hattet auch Kurzfilmprogramme. Einfach, dass die Leute, die zuschauen ist, oder sich den Stream später dann nochmal anschauen, der ist ja weiterhin auf dem YouTube-Kanal der AHA verfügbar. Einfach, dass sie so eine Idee haben, wie waren die Thematiken bei den Kurzfilmprogrammen. Weil ich finde, an so einem Kurzfilmprogramm kann man auch immer sehr schön so ein bisschen das Bild oder die Idee hinter einem ganzen Filmfestival ablesen. Das Kurzfilmprogramm wirft da immer ganz schön Schlaglichter. Ja, und zumal Kurzfilme, danke dafür, zumal Kurzfilme ja auch wirklich unterschätzt werden und es macht auch sehr viel Arbeit, Kurzfilme zu kuratieren, Kurzfilmprogramme so zu kuratieren, dass die ZuschauerInnen im Publikum auch wirklich das ganze Programm als ein Film, dass es dort einen roten Faden gibt, wahrnehmen, weil dann entfalten die einzelnen Filme ihre Wirkung, aber auch das gesamte Programm. Ein sehr lieblos zusammengestückeltes Kurzfilmprogramm macht wenig Freude. Und dann verliert auch der einzelne Film die Wirkung. Wir konnten ja nun leider wegen des Lockdowns mit unserem Termin Anfang Dezember nicht stattfinden. Dementsprechend, wie ihr jetzt gerade seht, haben wir uns verlegt. Wir wissen noch nicht wann, aber wir bleiben dran. Das ist das Motto, was wir uns gegeben haben. Und gleich nach dem Lockdown, obwohl wir das gleich nach dem Lockdown ein bisschen relativieren. Denn die Kinos und auch die Filmverleiher sind ja jetzt gezwungen, erstmal den ganzen Filmstau, den es gibt, von den vielen Monaten irgendwie aufzuarbeiten. Und ein Festival, ein Filmfest, ist immer eine Sonderfunktion noch. Das heißt,
Wir werden gleich nach dem Lockdown, und ich komme gleich zu deiner Kurzfilmfrage zurück, wir werden gleich nach dem Lockdown anfangen und wahrscheinlich den ein oder anderen Film aus unserem bereits fertig kuratierten Gesamtprogramm, was 14 bis 16 Filme waren, wovon 2 Kurzfilmprogramme dabei waren, euch schon mal in Berlin zeigen, um nämlich ein erstes Moment des Get-Togethers, der Community, des wir können uns wieder im Kino treffen, wir können wieder gemeinsam einen Film uns anschauen, um das zu ermöglichen. Das heißt, wir werden 2 oder 3 Filme extrahieren und dann ist die große Überlegung, so in den Bereich rund um den Tag der lesbischen Sichtbarkeit zu gehen, was ja auch Sinn macht, weil wir wollen selber sichtbar sein, wir wollen sichtbar werden durch die Filme, wir wollen sichtbar werden durch die Dinge, die wir in den Filmen erzählt bekommen, und das sind dann lesbische Themen, Trans-Themen, Non-Binäre, Intersexuelle, und bei uns ist jeder willkommen und es sind auch Filme von nicht nur weiblichen lesbischen FilmemacherInnen, auch von männlichen Filmemacher dabei, und wir werden zum Beispiel auf jeden Fall zeigen, Film von der Berlinale aus dem letzten Jahr, Welcome to Chechnya, ein wunderbarer, ein sehr bewegender, ein sehr schwerer Film, wo es um die Homophobie in Russland und auch die Flucht aus Russland heraus geht. Und wir werden dort auch noch ein Interview mit dem Regisseur, und dieser Film hat den Amnesty International Preis bei der Berlinale im letzten Jahr gewonnen, den werden wir zeigen. Wir haben aber auch etwas in petto, und das kann ich jetzt hier mal verraten, was explizit die schwule Zielgruppe betrifft. Es gibt nämlich einen wunderbaren Film, und der passt mit deinem AIDS-Hilfe-Projekt eigentlich total gut zusammen. Es gibt einen wunderbaren Film, der in Berlin noch kein Kino, in Deutschland, in ganz Deutschland noch keinen Kinostart hatte, der keinen Verleih hat, wieso auch immer, ich verstehe es nicht. Ein Dokumentarfilm über einen der ältesten und größten schwulen Chöre, nämlich über den San Francisco Gay Choir. Und dieser Film heißt Gay Chorus Deep South. Es gibt dort einen mit deutscher Herkunft, deutsch sprechenden Protagonisten, der selber an AIDS erkrankt war. Und dieser Chor macht eine Reise durch die Südstaaten. Und teilweise kommen die schwulen Protagonisten das erste Mal wieder in ihren Heimatort, sprechen das erste Mal wieder mit ihren Eltern. Und während ich euch das erzähle, kriege ich hier Gänsehaut, weil ich einfach wichtig finde, dass dieser Film auf der großen Leinwand gezeigt wird, am liebsten im Freiluftkino. Und auch das werden wir als BLN, die wir eigentlich die lesbische Perspektive im Vordergrund haben, euch zeigen. Dementsprechend stimmt es schon, dass wir offen sind für vieles, weil wir glauben, dass die Community nur solidarisch gemeinsam in einer Zeit wie dieser etwas bewegen kann und es auch wichtig ist, füreinander einzustehen. Bedeutet, bei den Kurzfilmen, die wir zeigen, werden wir kein queeres Kurzfilmprogramm machen, wo auch explizit schwule Kurzfilme dabei sind, aber wir haben ein Programm, das nennt sich Lesbian Shorts, wo wir vordergründig lesbische Filme auswählen und zeigen, aber auch aus den unterschiedlichsten Altersgruppen, aber auch non-binäre Filme dabei haben, und hatten jetzt für dieses Jahr geplant, was wir dann halt nachholen gleich nach dem Lockdown, ein Gastprogramm vom anderen Berliner wichtigen und langen schon queeren Filmfest vom Expost, die ein Gastprogramm kuratiert haben. Und das sind so die Überlegungen, also ihr werdet von uns was sehen, ihr werdet von uns was mitkriegen im Sputnik und in der York-Gruppe, sobald der Lockdown runtergefahren ist. 1 oder 2 Filme, und dann kriegt ihr unser Programm, die volle Packung von dem 3. BLN, voraussichtlich rund um den Tag der lesbischen Sichtbarkeit. Das ist der 26.04. Und bis dahin werden wir noch diverse Pläne machen, was wir denn dann noch im Laufe des Jahres zur Sommerberlinale hin und zu dem, was dann da noch so kommt, alles mit aus dem Boden stampfen. Und auch du bist ja im Sputnik immer mal wieder eine gern gesehene Gästin. Genau, ich freue mich. Mal die Überleitung sehr, abgenommen. Ich freue mich wahnsinnig. Und ich denke auch, wir werden da und wahrscheinlich sogar mehrere schöne Orte finden, wo wir Chorus Deep South zeigen können. Ich kenne den San Francisco Gay Men's Choir von Aufnahmen. Ich hatte leider noch nie die Gelegenheit, ihn wirklich live zu erleben. Es ist einer der ältesten, einer der größten und auch einer der besten schwulen Männerchöre oder überhaupt Männerchöre weltweit. Mit einer unglaublichen musikalischen Bandbreite und Vielfalt, den zu sehen und dann gerade auch noch die Geschichte HIV und AIDS mit zu transportieren, in dieser ganzen Vielfalt an Geschichten. Und da schlage ich jetzt den Bogen, denn ich habe letztes Jahr am 1.12.
zum zweiten Mal eine Veranstaltung im Sputnik gemacht, im Sputnik am Südstern, dem höchsten Kino Berlins, in den Höfen am Südstern im 5. Stock. Dort hatte ich vorletztes Jahr schon die Veranstaltung Surviving Voices USA Berlin in Kooperation mit dem National AIDS Memorial San Francisco gemacht, mit Dokumentarvideos von Longtime Survivors, von Menschen, die lange Zeit schon HIV-positiv sind oder an AIDS erkrankt und die aus ihrem Leben erzählen, die auch erzählen, wie sie wieder zurückgefunden haben ins Leben, was ihnen geholfen hat und was ihnen Kraft gegeben hat. Alles sind unglaublich berührende, sehr humorvolle, starke Persönlichkeiten, die da aus ihrem Leben erzählen und die nicht nur Menschen, die mit einer schweren Krankheit zu kämpfen haben oder darunter leiden, Mut machen, sondern allgemein Menschen Mut machen können, auch Risiken einzugehen, auch mal etwas zu machen, wo eigentlich alle Welt sagen würde, um Gottes Willen, tu das nicht. Aber wenn es einem gut tut, dann sollte man vielleicht genau das tun. Das war das Plakat vom vorletzten Jahr. Das hatte ich für letztes Jahr dann schon entworfen, als dann klar war, dass ich am 1.12. höchstens eine Online-Veranstaltung machen kann. Diese Online-Veranstaltung habe ich gemacht, die habe ich wieder in Kooperation mit dem San Francisco National AIDS Memorial machen können, mit zwei Filmen, mit zwei Interviewfilmen aus San Francisco, die in San Francisco gar nicht veröffentlicht worden sind, weil sich die Veranstalter in San Francisco auf das Thema HIV und Covid-19, die beiden großen Pandemien, mit denen wir leben müssen, fokussiert haben. Und so konnte ich dann zwei Interviewvideos mit in das Programm reinnehmen als offizielle Vorpremiere sozusagen. Die Filme werden wahrscheinlich im Großen dann in diesem Jahr erst Premiere haben. Das Video ist online auf meinem YouTube-Kanal Gabi Tupper. Ich poste auch den Link dazu, genauso wie auch den vorhin erwähnten Fanclub-Verein zu Romy Schneider. Die Web-Links werde ich in die Veranstaltungsbeschreibung die nächsten Tage noch reinposten, sodass ihr da nachgucken könnt. Da kommen auch die Links zu den Filmen mit rein, die ich in der Anmoderation ganz am Anfang mit abgegeben habe und natürlich auch das, was ihr in der Querfilmnacht sehen könnt. Es ist gut, dass du das sagst, weil die hatte ich in der Tat nicht auf dem Plan. Ihr werdet wahnsinnig viele Links bekommen. Der wichtigste ist natürlich der Link zu meiner letztjährigen Welt-AIDS-Tags-Veranstaltung Surviving Voices USA Berlin. Gast war Katrinche, die mit sehr viel Offenheit, sehr viel Humor und wie immer sehr vielen Gesichtsmuskeln, um ihre Lieder zu interpretieren, die Show unterstützt und gestaltet haben. Der Berliner Musiker Sven Riebentisch und die Polit-Tunte und Modedesignerin, Künstlerin Bev Stroganoff haben Videos eingeschickt und waren mit Videos dabei. Ein, wie ich finde, sehr gelungener Abend, der auch noch mal ein bisschen, vor allen Dingen auch da im Positiven, diese etwas anstrengende, verworrene und unsichere Situation nach dem ersten Dreivierteljahr Corona aufgegriffen hat und uns alle aber mit einem guten Gefühl zurückgelassen hat. Und wenn ihr Lust habt, mal etwas anderes als Netflix zu gucken, es gibt auch schöne Sachen auf YouTube. Und es schlägt ja auch irgendwie einen Bogen, Gabi, wenn ich das jetzt noch sagen kann, diese beiden großen Virenkrisen haben ja auch was Verbindendes, nämlich diese Unsichtbarkeiten, die wir durch diese Erkrankungen in unserer Gesellschaft und die Verängstigungen, die in dieser Gesellschaft stattfinden. Und ich glaube, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber wir als LGBTQI-Community, die aus Erzählungen, aus Freundschaften, aus familiären, also community-familiären Kontexten darum weiß, wie es Menschen in der AIDS-Krise ergangen ist, als es noch keine Medikamente gab, die ein gutes Überleben, ein gutes Weiterleben ermöglichen. Ich will das mal so sagen, ich glaube, irgendwie haben wir eine gewisse Form der Stressresilienz dadurch auch für diese Corona-Krise, der wir uns auch, glaube ich, einfach mal stolz, so blöd sich das anhört, bewusst sein können, aus dieser Krise auch Kraft zu schöpfen und zu sagen, fuck auf diese Kackviren. Natürlich müssen wir uns dafür schützen,
Natürlich ist es wichtig, dass wir weiterhin die Maske tragen, auf Abstand gehen. Genauso wie wichtig ist, wenn ich, dass ich keinen ungeschützten Sex habe, das Kondom nutze und auch weiß, okay, wenn ich PrEP brauche, dann brauche ich es und dann muss ich es auch nehmen. Aber ich kann damit heutzutage leben. Und das wissen die Jüngeren teilweise gar nicht mehr, wie schwerwiegend diese Krise für die etwas Älteren unter uns war und wie stark und wie viele Jahrgänge einfach heute nicht mehr da sind. Und das jetzt nochmal zu erleben in dieser Corona-Krise und diese Unsichtbarkeit zu spüren, ist etwas, wo ich sage, das ist total was Kraftbringendes und was Kraftgebendes, was du hier mit auf die Beine gestellt hast. Und ich finde es auch wichtig, dass wir uns da einander bestärken. Und das Schöne ist, das sagen alle und das kann man auch an historischen politischen Entwicklungen in der Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben nachsehen. Nach der großen AIDS-Krise ist die Schwulenbewegung zwar deutlich dezimiert, aber ums Vielfache gestärkt und kämpferischer daraus hervorgegangen. Und das wird und das kann auch jetzt funktionieren. Ich weiß, dass die Querdenker jetzt sowieso nicht zuschauen. Aber wenn ihr denn doch noch einen in eurer Facebook-Freundesliste habt, den ihr noch nicht rausgekantet habt, weil ihr eigentlich keinen Bock mehr habt, mit dem zu diskutieren, erzählt ihm mal solche Sachen, dass so eine Krise und auch ein Lockdown Kraftreserven mobilisieren können und neue Wege einschlagen können. Und ich meine nicht den neuen Weg bei Attila Hildmann, veganes Tofu, veganes was macht er, veganes Sushi zu essen, sondern neue Wege im zwischenmenschlichen Bereich auch und unter drin unsere Bedürfnisse deutlich zu machen und unsere Leidenschaften und unseren Gefühlen auch Ausdruck zu geben. Und da habe ich mir jetzt eine Überleitungsmoderation gebastelt, über die ich jetzt selber völlig erstaunt bin. Das geht hoffentlich nicht dieses Jahr so weiter. Denn ich habe noch einen Film mitgebracht, der in Deutschland eigentlich einer der großen Trash-Filme ist. Für manche ist er so trashig, dass sie gesagt haben, um Gottes Willen, ich kann mir diesen Film nicht angucken. Es gibt zwei Teile von diesem Film. Ich habe sie beide mehrfach gesehen. Ich habe selbst den mit fast den gleichen Schauspielern gedrehten dritten Kurzfilm mir noch angeguckt, der nicht ganz so trashig ist. Da hatten sie denn begriffen, was, dass man Emotionen auch unterschiedlich im Film ausdrucken kann, als bloß über die Lautstärke der Stimme. Der erste Teil wurde in meiner Heimatstadt in Kiel gedreht, in einer kleinen Wohnung mit Blick über einen Exerzierplatz, glaube ich. Die Wohnung gehörte Luzi. Luzi Grün, leider mittlerweile verstorbene Frau, die vor der Kamera stand, nennen wir es mal so. Sie war von denen, die sie gefördert haben, für die war sie immer eine Schauspielerin, eine sehr verkannte und eine viel zu früh verstorbene. Den Mut, mit dem sie sich selber inszeniert hat und sie selber gewesen ist und ihre eigenen Ideen durchgesetzt hat, selbst gegen den Rat ihres Neffen, der sie eingeladen hatte, die Rolle zu spielen. Der Neffe heißt Rosa von Braunheim und hat seine Tante Luzi in dem Film Die Bettwurst inszeniert. Tante Luzi heißt auch in dem Film Luzi und lernt Dietmar kennen in Kiel und beide verlieben sich ineinander an der Kieler Förde. Er schenkt ihr eine Bettwurst. Für die, die nicht wissen, was eine Bettwurst ist, googelt es, euer Freund. Ich muss euch nicht alles erzählen. Ich zeige euch aber, mit welcher Inbrunst sie ihre Gefühle zueinander ausdrücken. Luzi, ich liebe dich. Aus dem Film Die Bettwurst von Rosa von Braunheim. Ich liebe dich.
dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich unwahrscheinlich, Luzi. Du bist alles für mich. Ich liebe dich, Luzi. Ich liebe dich unwahrscheinlich. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und ich will immer, dass du bei mir bleiben sollst. Es muss immer so bleiben wie heute. Luzi, bitte, ich möchte dich nie verlieren. Ich liebe dich. Du bist die erste Frau. Die erste Frau, die ich so liebe. Luzi, die erste Frau. Deine Haare und alles. Dein Busen und alles. Wir müssen im Kalender es rot anzeichnen, diesen Tag, an dem wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Das war Liebe auf den ersten Blick. Luzi, Luzi, ich liebe dich so. Ich liebe alles an dir. Deine Hände, deine Haare liebe ich. Deine Haare, deine Augen, dein Körper, dein Busen. Ich liebe alles an dir, Luzi. Du bist die schönste Frau für mich, Luzi. Ich liebe dich auch. Bleibe bei mir. Du musst einfach immer bei mir bleiben, hörst du? Ich brauche dich jeden Sekunde wie der Hauch des Lebens, wie die Luft, wo ich atme. Ich brauche dich, Luzi. Ich kann ohne dich nicht mehr leben. Bitte lass mich nie alleine, Luzi. Ich liebe dich so, so wahnsinnig liebe ich dich. Ich glaube, ich kann ohne dich gar nicht mehr leben. Immer musst du bei mir bleiben. Ich stelle mir das Leben ohne dich auch nicht mehr so vor. Ich muss immer so bleiben wie heute. Ich glaube, wenn ich das Glück verliere, und wenn ich dich verlieren würde, ich würde mir das Leben nehmen. Ich kann ohne dich nicht mehr leben, Luzi. Ich liebe dich. Luzi. Ich liebe dich. Du bist so schön, so rein, deine ganzen Art. Ich habe noch nie eine Frau geliebt, zum ersten Mal, wo ich jemanden liebe. Weißt du, der erste Tag, wo ich dich kennengelernt habe, ich wusste sofort, du bist die Richtige für mich. Für mich war das auch Liebe auf den ersten Blick. Du hast mir so gut gefallen, deine ganze Art. Du warst nicht so frech wie andere Männer. Nein, ich kann das nicht sein, denn ich brauche selber viel Liebe. Und ich weiß, du liebst mich und lass mich nie allein. Ich bitte dich, ich flehe dich an. Luzi, ich liebe dich unwahrscheinlich. Du musst immer bei mir bleiben, Dieter. Immer, Luzi, immer. Wir müssen Luzi. Den lieben Gott darum bitten, dass er uns nicht auseinanderbringt, hörst du? Ich bin Gott so dankbar, dass ich dich kennengelernt habe, dass ich getroffen habe, dass ich eine Frau habe, so wie dich. So wir müssen zusammenbleiben, wir müssen einfach zusammenbleiben. Ich liebe dich. Mach mich glücklich, mach mich glücklich, Luzi. Ich liebe dich. Luzi, mach mich glücklich. Ich liebe dich, Luzi. Ich liebe dich unwahrscheinlich. Mach mich glücklich, Luzi. Oh, Luzi, ich liebe dich, Luzi. Wir kriegen von unserer Stream-Regie von Katharine zwischendurch immer Ansagen, wie lange so ein Einspieler noch läuft. Als gerade eben die Ansage kam, noch eine Minute, stöhnte es von meiner Kommentarredaktion von Falk. Das waren erst 2 Minuten. Wie hat es sich für euch angefühlt? Und ganz ehrlich, ist es klar geworden, dass die sich lieben? Ich fand es ein bisschen schwierig, aber vielleicht lieben sie sich wirklich. 3 Minuten aus dem über eine Stunde langen Film Die Bettwurst von Rosa von Braunheim. Inoffiziell heißt der Film auch Die Kieler Bettwurst, weil er in Kiel gedreht worden ist. Die gesamte Wohnungsausstattung, die im Film jetzt gerade schon kurz zu sehen war, ist die Originalwohnungsausstattung seiner Tante. Sie haben unter harten Kämpfen einige Sachen rausgeräumt an dieser schrecklich zusammengesammelten Deko, weil die einfach im Weg rumhingen. Rosa hat auch versucht, den Texte, wenigstens kurze Texte, vorzugeben. Was daraus wurde, habt ihr 3 Minuten zumindest gerade gesehen. Na, der eine Text war gut auswendig gelernt, kam halt nur immer in anderer Reihenfolge wieder. Ich würde mal sagen, Trash pur, passt doch. Der zweite Film heißt Die Berliner Bettwurst und ist mehrere Jahre nach dem ersten gedreht worden. Beide haben in der Zwischenzeit auch durchaus andere Filmprojekte gehabt, waren Statisterie sogar teilweise mit kleineren Rollen. Wenn ihr glaubt, ihr darstellendes Spiel oder ihre Sprechweise hätten sich innerhalb der Jahre verändert. Nein, das hatten sie nicht. Auch beim zweiten Film musste der Tonmann zwischendurch seine Kopfhörer abnehmen, weil es ihm nicht beizubringen war,
Sie müssen nicht brüllen in der Wohnung. Der Ton wird durch das Mikrofon gut aufgenommen. Der Tonmann befürchtete zwischendurch Hörschäden. Luzi Grün, die Tante von Rosa von Braunheim in Die Bettwurst. Auf der letztes Jahr neu erschienenen DVD ist Die Berliner Bettwurst auch mit drauf. Den dritten Film, Can I Be Your Bratwurst, Please? Mit dem legendären schwulen Pornodarsteller Jeff Palmer in einer tragenden bzw. stehenden Rolle gibt es bei dem Buchladen Eisenherz zu kaufen. Und der hat ja auf jeden Fall, auch da gibt es natürlich auch alle anderen DVDs von Rosa von Braunheim oder sämtliche DVDs, die wir bei der TJF vorstellen und auch diverse Bücher. Und du hast noch zum Abschluss für die Leute, die sonst vom Fernsehgucken viereckige Augen bekommen, noch zwei Buchtipps mitgebracht oder sogar mehr. Ja, ich glaube, es ist noch einer mehr. Also alle guten Dinge sind drei. Ich hoffe, wir überfordern euch jetzt gerade nicht so mit dem vielen, das was haben wir glaube ich, vor zwei Stunden schon getan. Du bist doch schon länger bei dieser Veranstaltung dabei, dass du dir jetzt erst über Gedanken machst, Sandra. Ja, erstmal Prost, Gabi. Genau, und das, was ich euch jetzt ans Herz legen möchte, ist genau das, was du gesagt hast, die Augen mal zwischendurch auf die eine Art zu entspannen, nämlich nicht mehr in dieses grelle Streaminglicht immer reinzuschauen oder in den Fernseher reinzugucken, sondern zwischendurch mal wieder ein Buch zur Hand zu nehmen. Ja, bitte ein richtiges Buch, kein Kindle, sondern ein richtiges Buch. Und zwar habe ich euch mitgebracht, einmal für die, die noch es nicht schaffen, ganze Bücher lesen zu wollen, sondern lieber Kurzgeschichten lieben. Und da gibt es dann auch mal die langen Kurzgeschichten und die kurzen Kurzgeschichten. Die aktuelle Ausgabe Der Glitter. Großartiges Format, was hier in Berlin mit aber schreibenden Zünften aus allen, ich glaube nicht nur aus Deutschland, ich glaube auch international, Geschichten, Prosa, wirklich auch tolle literarische Kurzgeschichten, nämlich aus queeren Perspektiven von queeren Menschen für queere Menschen. Also auch ein Geschenk und auch ein Einblick für die, die sich nicht oder nicht mehr an ein ganzes Buch dran wagen. Die Glitter. Was mir dann natürlich, und wir hatten es vorhin ja ein paar Mal von unserem Berlin Lesbian Non-Binary Film Fest, inwieweit wir denn, ja, was ist unser Zielpublikum? Beziehungsweise auch, welche Filme laufen bei uns. Und da sagen wir ja bewusst, wir sind mehr als nur lesbisch. Wir wollen auch nicht nur lesbisch sein, sondern wir wollen genau divers und die Vielfalt abbilden über die lesbische Sichtbarkeit hinaus. Weil lesbische Sichtbarkeit ist auch sehr viel mehr als nur ein bestimmter Typus, ein Stereotyp. Und es ist uns genauso wichtig, die Solidarität innerhalb der Community zu den Gruppen und Gruppierungen zu haben, die noch weniger sichtbar sind, wie Transpersonen, non-binäre Menschen, was viele ja immer noch verwirrt, was ist denn nun non-binär im Vergleich zu divers, im Vergleich zu ich weiß nicht was, plus inter, dementsprechend spielt das auch in unserem Filmprogramm eine Rolle. Wer aber eine und ich hake da kurz ein, natürlich ist die Sichtbarkeit, die soll für alle Menschen hergestellt werden, dass die Kinokarten als erstes an lesbische Frauen und Transmenschen verkauft werden, ist nicht richtig. Ich kenne schwule Männer, die in den Vorführungen vom Berlin Lesbian Non-Binary Film Fest waren, sich dort einen Film angucken konnten. Auch Schwule werden dort reingelassen. Wenigstens von dreien weiß ich es. Ja, auch das ist uns ganz wichtig. Wir haben eine total offene, also wir haben keine Türpolitik. Bei uns ist es wichtig, dass sich alle Menschen, die Bock auf unsere Filme haben, dort wohlfühlen, dort sicher fühlen, dass es ein Safe Space ist und da ist jeder, egal welcher geschlechtlichen Identität, egal welcher sexuellen Orientierung, willkommen, sodass wir auch froh sind mit dem Filmangebot, was wir jetzt haben. Hast du deine Wimper verloren? Ich habe doch vorhin im Backstage so geflucht, deshalb musste Sandra ja anfangen, den heutigen Abend zu begrüßen und anzumoderieren, weil meine Wimper nicht kleben wollten und ich dann sogar noch eine zweite Wimper verloren hatte und nicht wiederfand. Sie klebte die ganze Zeit an meinem Schuh.
Liebe Menschen, wenn euch nichts zu Kommentaren einfällt, dann schaut doch einfach mal, ob an meinem Outfit nicht irgendwas seltsam ist und ob nicht vielleicht eine Wimper an meinem Schuh klebt. Über solche Hinweise wäre ich euch dankbar, dass ich das nicht erst zum Ende der Sendung selber entdecken muss. Also die Feder, die gerade an deinem Schuh hacken klebte, hat sich selber verselbstständigt. Da musste jetzt niemand Hand anlegen. Aber ich glaube, die ist jetzt nicht mehr zu verwerten. Ja, nee. Aber... Während du dich mit deiner Wimper noch ein bisschen befasst, gebe ich euch den Hinweis, genau das passt eigentlich, also dieses Buch passt total gut in, ja, was machen wir eigentlich beim BLN? Nämlich mal die beiden Pole von lesbischen Begehren aufzuzeigen, nämlich Femme und Butch. Und das aber aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, nämlich sowohl aus wissenschaftlichen, aus ganz Begehrenden. Und es ist ein Sammelband von Sabine Fuchs. Ich habe damit jetzt nur in dem einen oder anderen schon mal angefangen, so reinzuschnuppern. Es gibt Archivsachen, also es geht auch wirklich darum, wo finde ich denn Narrative zu Her Story, zu Lesbian Her Stories. Und für die Menschen, die ein bisschen mehr Bescheid wissen wollen, wie wir denn nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus diese Definitionen von Femme und Butches zustande gekommen sind, wie wir die auch heute vielleicht noch leben, an Dynamiken von Gender und Begehren, kann ich dieses Buch empfehlen. Und als allerletztes, und das ist jetzt die Überleitung zu einem Ort, den ich auch denke, der ein neuer, wichtiger Ort in der Berliner weiblichen oder weiblich konnotierten Queeren und darüber hinaus Frauen, Literaturbetrieb für Leute, die gerne lesen, sich auch austauschen wollen wird, ist die Buchhandlung She Said. Und zwar ist das die einzige Buchhandlung, ich glaube sogar in ganz Deutschland, die sich zum Programm gemacht hat, dass sie nur Bücher von weiblichen Autorinnen, Transpersonen und queeren AutorInnen in erster Linie in ihrem Programm haben werden. Und diese Buchhandlung und wurde unter anderem mitgegründet von Transmann Linus Giese, der sein erstes Buch jetzt auch veröffentlicht hat. Ich bin Linus, was wirklich über die Geschichte einer Transition sehr ungeschönt, aber auch sehr persönlich und sehr direkt erzählt. Also Linus gehört zu dem Team der Buchhandlung She Said am Cottbusser Damm 79. Das ist das gesamte Team und das, was das Schöne ist, es wird ein Café geben. Sobald Corona das ermöglicht, gibt es einen Kaffeebetrieb, wo es immer dann auch den Tuesday, glaube ich, gibt, wo es verschiedene Programme gibt, die dort stattfinden. Und ich bin ein Fan von Nancy und von Franz und den Leuten aus dem Eisenherz. Ich finde es darüber hinaus aber auch gut, dass es eine weitere queere, weiblich konnotierte Buchhandlung gibt und ich bin heilfroh, in Berlin zu leben und dass bei uns Literatur und Buchhandel als kreative, geistige Nahrung zum Überleben in dieser Corona-Pandemie zählen und deswegen ist mein Bücherstapel gerade relativ hoch, das gehört dazu und ich habe dort auch noch etwas gefunden, so zum Neujahresbeginn, was ich der Gabi gerne überreichen möchte, so als Jahres Begleitung. Mal, jetzt weiß ich, warum ich die ganze Zeit die Handschuhe habe, weil du mir noch etwas in die Hand drücken wolltest. Es ist irgendwie so bei mir inzwischen gang und gäbe, dass ich dann so am Jahresanfang öfter den Leuten noch die Möglichkeit gebe, doch mal einen so einen Glückskeks zu ziehen. Oh. Und zwar, ich suche den nicht aus, sondern er kann selber gezogen werden. Dementsprechend, liebe Gabi, greif doch einfach mal in dein Glück hinein. Vielen Dank und bevor ich den aufmache, bedanke ich mich erstmal bei dir, dass du heute ja relativ kurzfristig auch noch als Talkgast eingesprungen bist, denn meine eigentliche Talkgästin, mit der ich mich sehr, sehr gerne unterhalten hätte, muss an ihrer Abschlussarbeit für ihre Fortbildung sitzen und kommt einfach vom Computer nicht weg. Aber wir hatten endlich mal Zeit, über die Themen, die wir ansonsten nur zwischen Tür und Angel besprechen, etwas ausführlicher zu plaudern. Vielen, vielen Dank, Sandra Polcho vom Berlin Lesbian Non-Binary Film Fest. Und du hattest sehr, sehr schön, als ob wir es abgesprochen hätten, mit dem Buch eines Transmannes geendet. Nächsten Monat zur TJF wird es auch trans, transweiblich in dem Falle und vor allen Dingen fashion-affin. Nicht fashion-victim, weil dafür geht sie mit der Mode zu gut mit und
entwickelt auch ihren eigenen Stil. Die Moderedakteurin der Siegessäule selber, studierte Modedesignerin Kay, ist bei mir im zweiten Teil und wird ihre drei Lieblingsmodefilme euch vorstellen und mit mir besprechen. Ich habe meine drei auch schon rausgesucht. The Fashion Victims of Hollywood oder auch einfach The Fashion File. Heißt es den nächsten Monat bei der TJF mit, glaube ich, für euch auch sehr lustige Erkenntnisse, was Mode alles kann und bedeutet. Ich schicke schon mal so kurz voraus, es geht unter anderem um ein verschwitztes Unterhemd. Und mit diesem Geruch in der Nase entlasse ich euch in einen kalten Winter-Januar-Tag. Wir haben es hier mittlerweile kuschelig warm, nachdem die Heizung wieder angesprungen ist. Ich freue mich jetzt auf meinen Glückskeks, werde euch nicht verraten, was wohl vielleicht poste ich in die Kommentare, wo man ja schöne Sachen reinposten kann, wie wir heute gehört haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Und nächsten Monat übrigens sind wir dann, weil da haben wir ja kein Neujahr, sind wir wieder am ersten Freitag des Monats und das auch weiterhin dann das gesamte Jahr über mit Filmtipps und dann auch mal wieder mit wenigstens Kurzfilmen für euch da. Ich kann dem nichts hinzufügen, außer herzlichen Dank für diesen wunderbaren Einstieg in dieses Jahr und wir hoffen, es entwickelt sich positiv in die verschiedensten Richtungen, unter anderem was die Filmproduktion, den Filmverleih und auch das betrifft, was wir euch nicht hier in der AHA vor Ort, sondern zu Hause präsentieren können dann. Und ich bin heilfroh, Teil dieser tollen Truppe hier zu sein und meinen Senf dazu mitzugeben und möchte mich auch bei dem BLN-Team bedanken, dass so großartig diese schwere Zeit miteinander mit ganz viel Kreativität durchgestanden hat. Deswegen guckt durchaus auch mal auf unseren Facebook-Account. Wir würden uns freuen, dort auch ein bisschen noch mehr Queerness zu haben. Und BLN, Berlin Lesbian Non-Binary Film Fest bei Facebook und demnächst auch bei Vimeo. Und das werdet ihr dann spätestens im März erfahren, vielleicht auch schon im Februar, wie die TJF und das BLN über Vimeo miteinander vernetzt werden. Wobei mir ja zum ersten Mal die Frage aufwirft, wie ist das eigentlich, haben die das mittlerweile hinbekommen, dass man, wenn man solchen Sachen folgt, dass man da den hygienischen Mindestabstand von 1,50 Meter einhält im Internet? Die Frage kann ich dir nicht beantworten.